Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Schnippschnapp am Freitag, dem besten Tag der Woche. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen entspannt, freut euch aufs Wochenende und habt jetzt Lust, vielleicht auch sogar das erste Mal dabei zu sein, wenn die Clips ausgewählt werden, die ins nächste Best of RBTV reingeschnitten werden. Wir machen immer einmal im Monat einen kleinen Stream, wo wir alle Einreichungen durchgehen. Ich habe es hier euch mal eingeblendet unter rbtv.to/bestof, kommt ihr ins Forum und in diesen Thread hier rein, in diesen Thread, wo ihr über den Punkt Antworten eigene Timecodes einreichen könnt. Hier ist einiges jetzt reingekommen, noch von Chameleon. Hier gestern von der okay, großes Latinum 2013. Okay, das ist so ein Anton-Shirt. Ihr könnt ja alles einreichen, am besten kurz beschreiben, wenn ihr einen Clip postet oder so, was ist der Inhalt von dem Clip, nicht, dass ich da einfach nur einen Link habe und weiß nicht genau, worum es geht. Und dann treffen wir uns hier immer einmal im Monat im Stream und der gute Moderator Tedison hat dann morgens schon mal alle Clips, die im Monat reinkamen, rauskopiert, sodass ich die schon mal in Premiere einfügen kann. Aber wenn euch jetzt im Laufe des Streams noch Sachen auffallen, die fehlen, könnt ihr die auch immer noch hier posten. Und ich gehe dann nächste Woche, wenn ich den Feinschnitt mache, gehe ich hier nochmal in den Thread rein und gucke, ob da noch irgendwas nachgereicht wurde, was mir noch fehlt. Herzchen für Tedison immer, brauchen wir. Kann nie zu wenig sein. Chameleon habe ich tatsächlich gestern Abend geguckt, die Folge. Hat mir sehr gut gefallen. Man hat so ein bisschen gemerkt, ich meine nämlich auch, ich hätte Chameleon auch mal in Dubis gespielt. Ist das richtig? Weiß ich gerade nicht mehr. Aber das hat Spaß gemacht, das Spiel. Ist so ein bisschen wie Agent Undercover. Also fünf Leute wissen, um welches Wort es geht und eine Person muss irgendwie die Kurve kriegen und so tun, als wüsste sie es auch, ohne aufzufallen. Hat mir gut gefallen. Gab's auf jeden Fall schon mal. Ja, ich weiß es nicht. Aber cooles Spiel. Hat mir gut gefallen. Und ich glaube, da gibt's auf jeden Fall ein, zwei Sachen, die wir auf jeden Fall hier noch reinschneiden können. Grani hat sich auch schon gemeldet. Hat auch schon was eingereicht aus Dubis. Ich glaube, das ist sogar diese Triple-Fail-Geschichte, wo Nils anspricht, das muss auf jeden Fall das Beste auf. Das nehmen wir natürlich wahr. Sobald jemand irgendeine Sendung das Best of erwähnt, schneide ich sofort rein. Ihr kennt's. Ich freue mich auf die Folge Revelations mit Kranes Geständnis. Oh, das war auch eine gute Folge, glaube ich. Die habe ich nicht ganz gesehen, aber davon habe ich schon viele Ausschnitte gesehen. Ich habe die letzten Tage mega viel Dubis geschaut und du hast es auch schon gespielt. Okay, ja, ich verlasse mich immer auf euch, auf mein großes Gedächtnis da im Chat, was ich schon gespielt habe und was nicht. Irgendwann verliert man den Überblick nach 7 Jahren Rocket Beans. Folge war super. Ich weiß nur noch, dass ich an einer Stelle mega gepokert habe mit irgendeinem Tunnel, wo ich dann einfach gesagt habe, hängt im Schlauchbüro oder so. Manchmal muss man einfach pokern. Aber bei der Chameleon-Folge hier, wirklich diese eine Runde, wo Nils so anfängt zu bullshitten, es war mir einfach so klar, dass in der Runde, kleiner Spoiler, Nils das Chameleon ist. Und wenn er schon anfängt so auszuholen, ja, wisst ihr denn nicht die Hintergrundgeschichte? Oh, ich hätte so safe dann einfach Nils gesagt. Okay, Spoiler ist vorbei. Und dann, was wir auch eben noch im Chat erwähnt haben, wo einige hier aus allen Wolken gefallen sind, wo ich mich frage, wie Netcat nicht mitbekommen konnte, dass nächste Woche im Namen des Chats 2 ausgestrahlt wird. Nächste Woche Freitagabend geht es los. Ich bin auch dabei als Zeugin und ich bin sehr gespannt. Wer Teil 1 noch nicht gesehen hat vor 9000 Jahren, es wird so ein bisschen Richter Alexander Holt-mäßig mit Florentin David Pascal Will in der Rolle des Richters wird ein Fall ausgespielt, den er sich ausgedacht hat. Und wir hatten das schon mal. Und dann entscheidet ihr am Ende im Namen des Chats, ob die angeklagte Person schuldig ist oder nicht. Und danach bekommt die Community noch die kompletten Beweismittel alle offengelegt und kann selber noch ein bisschen gucken, was die Community da selber rausgemacht hätte. Ob das stimmte, das Urteil, oder nicht. Ob man eigene Theorien hat. Und dann klärt Florentin am Ende nochmal auf, was die Wahrheit war.
Das ist doch etwas, oder? Herkules hat's auch nicht mitbekommen. Was ist denn da los? Ist der Florentin eigentlich immer mehr als Richterin Barbara Salesch, ja. 2018 war es. Gefühlt 10 Jahre her, ja. Ich habe es auch gefühlt mega lang her. Bin gespannt. Das letzte Mal war ich nicht dabei. Ich weiß auch tatsächlich noch gar nicht genau, was für eine Zeugin ich spiele. Also wer ich bin. Das erfahre ich jetzt nächste Woche. Und da muss ich mal gucken, wie ich diese spiele. Was ich da für Aussagen machen muss. Vielleicht ist es eine mega schäbige Rolle. Vielleicht habe ich die Fred-Stimme. Man weiß es nicht. Da war Hauke noch nicht in Japan. Nee, Hauke war in der letzten Folge mit dabei. Ich glaube, der war entweder Verteidiger oder Ankläger, weiß ich nicht. Es kam 2018, dass Mara noch 17 war. Ja, stimmt. Ja, stimmt, mit 17 durfte ich natürlich Rocket Beans TV noch nicht schauen, weil das ja ab 18 ist. Da hatte ich ein Problem. Deswegen kam das alles so, wie das war. Und ja, bitte Fred Stimme, auch Gott. Verteidiger war Hauke, Colin war Ankläger. Ah, okay. Und dieses machen wir es wieder so, dass Colin wieder den Staatsanwalt Ankläger macht. Und auch schon in irgendeiner Folge, wo hat er das denn letztens gesagt? Er will auf Teufel komm raus die angeklagte Person verurteilen, egal ob sie unschuldig ist oder nicht. Er will einfach jemanden hängen sehen, hat er gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Vielleicht bei diesem Game Talk, After Talk mit Felix, weiß ich gerade nicht mehr. Und Verteidiger wird diesmal nicht Hauke sein, sondern Lars-Erik Paulsen. Bin ich auch mal gespannt. In der Vorschau von Mai, im Monatsausblick hat er das gesagt. Ah, okay. Kann ich auch nur empfehlen an jetzt so Leute wie Herkules oder Netcat, die sagen, was? Und dann geht Karkosa auch noch weiter im Mai und dann wird Werwolf gespielt. Was? Und im Namen des Chats, Höhe und Pen & Paper und was weiß ich. Dann für diejenigen empfiehlt sich immer auf YouTube bei Rocket Beans TV den Monatsausblick zu gucken. Da erzähle ich viele was im Chat. Und da habt ihr am Anfang, ihr müsst doch nicht das ganze Video gucken, am Anfang wird eine Kurzübersicht gezeigt. Dauert 1 Minute. Da seht ihr, was auf den Gaming-Channeln passiert. Großes GTA Online RP-Event, wo ich möglicherweise auch dabei bin. Ihr habt es gehört. Mara spielt wieder Walter, der saß am Fenster und hat alles mit aufgeschrieben. Paulinger holt die Waller-Karte raus. Ich weiß noch, dass damals Hauke meinte, dass er viele Infos nicht hatte und der Aufbau der Verteidigung gar nicht so leicht war. Ja, Colin war auch nicht zufrieden bei der letzten Folge. Ihm fehlten, glaube ich, auch noch irgendwelche Beweismittel. Mal gucken, wie es diesmal läuft. Für Gaius richtig viel Tolles dabei, das freut mich. Fred bei GTA. Bei GTA weiß ich auch noch nicht, was für eine Person ich spiele. Da muss ich mich auch noch absprechen. Ich muss viel absprechen jetzt für den Mai. Was, für wen arbeitest du? Pen & Paper und Pen & Paper ähnliche Formate. Ja, da haben wir einiges im Mai. Okay. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen in Premiere rein. Wir haben jetzt heute nicht so einen Zeitdruck, sage ich mal so. Ich habe mir ungefähr wieder so ein Zeitlimit gesetzt. Aber wir können auch ein bisschen überziehen oder auch nicht. Gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht können wir am Ende auch ein bisschen gucken, ob euch sonst noch Sachen einfallen. Dann gehen wir nochmal hier in den Browser rein und surfen nochmal eine Website an. Kann ich euch zeigen, wie das funktioniert. Lernt ihr heute noch was? Ja, Antoni Maroni, unser guter Anton, hat dieses GTA Pen & Paper in die Wege geleitet. Da muss ich dann natürlich dabei sein, das ist klar. Er hat ja schon dieses Harry Potter Rollenspiel-Quiz gemacht, was ich auch sehr cool fand. Bei Anton kann man davon ausgehen, dass er eher sehr viel mehr vorbereitet als zu wenig. Also ich glaube, er macht sich da gerade richtig Stress, um das alles so geil wie möglich zu machen. Da bin ich sehr gespannt, was er da präsentieren wird. Mara spielt Dr. Schmidt. Spielst du Hermine in GTA? Ich habe ja noch nie GTA gespielt, das ist so mein anderes Problem. Also vielleicht sollte ich mir das vorher einmal runterladen und gucken, wie man läuft.
So, wir gucken jetzt erstmal heute in unserem guten kleinen Schnittstream. Gehen wir jetzt erstmal hier rüber in Premiere. Zack. Bap. Da sind wir auch schon wieder. Wir zoomen mal kurz raus, so ungefähr eine Stunde 20 an Rohmaterial. Das geht. Ich habe vielleicht so 2-3 Clips schon mal rausgenommen, weil wieder sehr viel Dark Souls war. Da habe ich schon mal so eine Mini-Vorauswahl getroffen. Ich habe diesen Monat wieder mehr eingereicht, will am Ende im Best of erwähnt werden. Es war ein Stich ins Herz, meinen Namen nicht zu lesen. Oh nein, zunächst tut mir leid. Entweder habe ich es vergessen oder vielleicht gerade exakt die Clips sind nicht mit reingekommen. Das kann natürlich auch manchmal passieren. Weil am Ende, wie gesagt, was auch öfter gefragt wird, warum muss das immer so 15, 20 Minuten sein? Muss es eigentlich nicht. Aber wenn ich das so am Ende zurechtschneide und was passt gut zusammen und wie sind die Übergänge am besten und so, dann kommt man am Ende eigentlich automatisch dann immer auf 15, 20 Minuten. Und das hier ist jetzt, wie gesagt, sind die Rohclips. Da ist in einem Clip dann vielleicht 2 Sekunden eine Reaction, die wir rausnehmen. Und der Rest kann weg, so ungefähr. Und da kommt man schnell dann von einer Stunde auf eine halbe oder 20 Minuten oder sowas. Wie viel Elden Ring drin ist, habe ich gar nicht geguckt. Ich habe nur bei Dark Souls hier bei dem Kanal natürlich genommen geguckt, weil da immer sehr, sehr viel eingereicht wird. So. Okay. Los geht's. Wir sind hier am Anfang. Wenn ich das richtig sehe, sind wir bei Challenge Accepted, unserem Samstags-Event, das erst kürzlich stattgefunden hat, mit Krugi in der Ritterrüstung, der verschiedene Tränke aus dem Gedächtnis mixen musste. Und natürlich Maxim und Katjana waren als Kommentatoren dabei. Und hier ist Maxim mit im Set, mit zig verschiedenen Sets. Richtig cooles Event gewesen, schöne Sendung. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte das nachholen oder zumindest mal kurz in die Challenges reinschauen. Es war so ein bisschen wie Wetten, dass, aber mit Gaming-related Challenges. Es muss ja auch lustig sein, ja, stimmt. Also noch mal kurz zu den Sachen, die wir hier reinnehmen. Es gibt verschiedene Auswahlkriterien, wie wir jetzt hier die grobe Auswahl machen. Es muss lustig sein. Es muss verständlich sein. Da könnt ihr gerne auch, wenn ihr irgendwas seht an Clips, wo ich mich hier kaputt lache und ihr denkt, ich habe nicht im Ansatz verstanden, worum das gerade geht, könnt ihr das gerne in den Chat schreiben, weil wir hatten auch, ich habe ja das Rust-Event Best of mit in das letzte Best of reingeschnitten und da kamen hier und da ein paar Kommentare, die meinten, sie hätten das irgendwie gar nicht verstanden mit dem Rust und so. Da musst du natürlich, wenn ich das vorher weiß, dann versuche ich das natürlich besser zu erklären. Also aus meiner Sicht war da nichts dabei, was man gar nicht verstehen kann, aber unsere Sichten sind alle unterschiedlich. Und ich versuche das natürlich für so viele Leute wie möglich zugänglich zu machen, dass jeder so viel wie möglich versteht. Und falls ihr irgendwelche Clips seht, vielleicht auch zu Sendungen, die ihr nicht gesehen habt und denkt so, wo ist der Gag? Was ist hier der Witz? Ich verstehe nichts. Welcher Tag haben wir heute? Wo bin ich denn hier gelandet? Dann sagt ruhig Bescheid. Braucht ihr euch nicht schämen. Dann, wenn das dann mehrere Leute schreiben, dann weiß ich, okay, da muss mehr Kontext rein, falls das was ist, was auf jeden Fall ins Best of rein soll. Oder ich muss vielleicht noch eine Bauchbinde einblenden lassen, ein bisschen was erklärt oder so. Können wir das so andersrum machen, wenn du was nicht verstehst und wir uns kaputt lachen? Ja, ja, aber ich bin eigentlich so ein guter Zuschauer. Wenn ich irgendwas gar nicht verstehe, dann ist es schon komisch, weil ich sehe eigentlich sehr, sehr viel von Rocket Beans. Und ich kenne ja auch die ganzen Leute. Und wenn mir dann irgendwas gar nicht klar wird, dann sollte das schon ein Hinweis sein, dass da auf jeden Fall mehr Kontext bei sein müsste oder dass es vielleicht ein Insider ist. Manchmal hast du natürlich auch Sachen einfach im Best-of drin. Die finden manche Leute mega lustig, wie verflixte Klicks. Und andere Leute, die sagen, das ist überhaupt nicht mein Humor mit dem Waller. Was soll dieser Fisch da immer? Ist mega unlustig. Das ist da natürlich trotzdem mit drin. Denn wir haben so viele tausend verschiedene Shows.
da kann es auch immer mal vorkommen, auch wenn man jetzt irgendwie generell Rust überhaupt nicht lustig findet, kann es dann auch mal sein, dass in einem Best-of da ein bisschen vermehrt Rust drin ist, dass man die Szenen dann halt mal in einem Monat mal nicht lustig findet. Kann passieren. Wollte fragen, wo der Witz beim letzten Best-of war. Oh, sheesh! Dave Bin. Mara schneidet ihre Clips immer raus. Naja, im letzten hatte ich das Gefühl, war wieder viel drin durch Rust. Jetzt in diesem geht's, glaube ich, wieder. In diesem sind nicht so viele Clips von mir. Zum Glück gibt's den Waller. Das Problem ist hier, in der Live-Auswahl-Chat sind sehr viele Waller-Ultras mit dabei, die immer mindestens einen Waller fordern pro Best-of. Und meistens kriegen sie ihren Willen. Nichts verstehen, Touring complete, Clips incoming. Ja, da müssen wir halt mal gucken. Also wenn du dann, ich habe da auch schon eben so eine kleine Auswahl, Vorauswahl gemacht. Wie gesagt, ich habe schon 4, 5 Clips rausgeschmissen, die man wirklich gar nicht verstanden hat oder wo schon was irgendwie 3-mal eingereicht wurde oder sowas. Waller oder Breitlast, das muss drin sein. Okay. So, und jetzt kommen wir nach der ganzen Ansprache. Wer jetzt noch da ist, nach einer halben Stunde, weiß jetzt, was die nächsten, sagen wir mal, 2, 3 Stunden auf ihn oder sie zukommt. Ich traue mich nicht mehr, mich als Waller-Ultra zu bezeichnen. Warum das denn? Und wir gucken jetzt erstmal rein in, ich glaube, die ersten Clips sind alle Challenge Accepted. Wir schauen einmal rein. Dafür mache ich erstmal den Ton an. Worstbird auch am Start. Durchkämmt den Chat nach Orks. Mach das mal, während wir hier aussuchen. Guck mal, dass kein Ork im Chat ist. Und was ist mit Wallo-Ultras? Ja, die sind natürlich auch gern gesehen. Walle schneiden wir auch immer gern rein. Wir schneiden eigentlich alle gern rein. So, okay, Ton ist an. Los geht's. Wie schmeckt das? Oh ja, gönn dir das mal. Hau dir das mal in die Rüstung. Schmeckt geil, probier mal. Warte. Nur ein klein. Schon so viel, Kamelle. Oh mein Gott, it's terrible. Das ist schon wie Tee, ne? Ich fühle mich bestäubt von innen. Unangenehm. Brauchen wir auch eine? Cool, dass du es probiert hast übrigens. Ja. Respekt, Alchemisten-Respekt. Ja, darin. Es tut wirklich weh, mein Lieber. Das war nicht klug. Das und das war nicht klug. Und wir brauchen ein... den Alchemisten, ja, wir haben einige gute Reactions, die man hier nehmen könnte. Einmal den Alchemisten-Respekt. Brauchen wir auch eine? Also unangenehm ist auch nicht schlecht. Oh mein Gott, so viel Kamelle. Oh mein Gott, it's terrible. Das ist wow. Schon wie Tee, ne? Das nehmen wir erstmal grob. Ich fühle mich bestäubt von innen. Unangenehm. Unangenehm passt oft im Best-of zu Sachen. Brauchen wir auch eine? Cool, dass du es probiert hast übrigens. Ja. Respekt, Alchemisten-Respekt. Ja, darin. Warte mal, wo geht das hier los? Alchemisten-Respekt. Ja. Respekt, Alchemisten-Respekt. Ja, darin. Okay, haben wir schon mal 2 Reactions hier am Start. Unangenehm. So, und die Challenge war nämlich auch richtig gut. Da ist Walle in GTA rumgefahren und kannte jede Straße. Also war Taxifahrer und hat alle Straßen im Kopf, beziehungsweise behauptet er das in der Challenge. Und da kannst du einfach sagen, fahr mich zur Straße Jamestown Street und schwupp, machte sich auf den Weg. So, wo sind wir jetzt hier? Klar. Das war aber knapp. Doch, ich bin der beste Taxifahrer, den Sie in dieser Stadt hätten bekommen können. Können wir nicht die Anwohner fragen? Warum hören Sie? Oh, was tun Sie? Entschuldigung. Du hörst dich an, als ob du lügst. Das ist vollkommener Quatsch. Wir kennen uns ja gerade erst seit einer Minute. Das können Sie überhaupt nicht beurteilen. Ja, ich kann doch... Oh nein! Oh, da haben Sie aber jemanden getroffen tatsächlich. Ja, das passiert hier ab und zu. Es ist eine volle Stadt. Man hat nicht immer freie Wege. Wir sind in Los Santos, das ist so. Was soll man machen, ne? Was soll... Das würde ich auch zusammen cutten. Würd zwischendurch ein bisschen mehr rausnehmen. Das war aber knapp. Doch, ich bin... Da anfangen mit, ich bin der beste Taxifahrer. Ich bin der beste Taxifahrer, den Sie in dieser Stadt hätten bekommen können. Können wir nicht die Anwohner fragen? Warum Sie in dieser Stadt hätten bekommen können? Können wir nicht die Anwohner fragen? Warum Sie in... Hören Sie... Sehen Sie... Oh, was tun Sie? Entschuldigung. Das kann weg. Du hörst dich an, als ob du lügst. Das ist vollkommener Quatsch.
Das nehmen wir noch. Wir kennen uns ja gerade erst seit einer Minute. Das können Sie überhaupt nicht beurteilen. Ja, ich kann doch... Oh nein! Und dann hier so, wo er in einen reinfährt. Du lügst. Ich kann doch... Oh nein! Oh, da haben Sie aber jemanden getroffen tatsächlich. Ja, das passiert hier ab und zu. Es ist eine volle Stadt. Man hat nicht immer freie Wege. Ja, vielleicht gehen wir da auch dann direkt raus, nachdem er den mitgenommen hat. Wie gesagt, den feinen Schnitt mache ich dann nochmal nächste Woche selber. Und jetzt gucken wir erstmal grob, was wir so ungefähr machen. Für GTA-Verhältnisse sehr ordentlicher Fahrstil. So, was haben wir hier noch? Auf der Couch. Gut, also Kogi, unser Brauer, der sich traut, hat hier auch 4 von 5, hat er gewusst. Ach, Andreas. Gut, also Kogi, unser Brauer, der sich traut, hat hier auch 4 von 5, hat er gewusst. Mal gucken, ob wir das noch irgendwo unterkriegen. Wir haben angefangen mit dem Geweih. Geweih wird gemörsert. Ja. Geweih wird gemörsert, gemörsert wird das Geweih. Hi! Geweih wird gemörsert, gemörsert wird das Geweih. Hi! Okay. Super. Wie ist das erste stärker? Finde ich hier die Alchemisten-Geschichte besser. Tatsächlich. Gemörsert. Oder als Auto? Ja. Geweih wird gemörsert, gemörsert wird das Geweih. Hi! Geweih wird gemörsert, gemörsert wird das Geweih. Hi! Okay. Wir nehmen es mal als möglichst Outro. Jetzt geht's wieder los mit den Outros. Oh Gott. Wo sammeln wir die denn mal ganz am Anfang, die Outros? Outros und Intros sammeln wir ganz am Anfang. Merkt euch das. Intro fürs Auto. So, weiter kannst geht's. Kannst du überhaupt essen so im Mittelalter? Wer hat mal eigentlich gegessen? Das klang nicht gesund. Bleib mal auf dem Gesicht. Ist ein bisschen wie der neue Batman, oder? Oh ja. So ohne Helm? Oha. Bisschen verlaufener Wimperntusche? Ich fühle mich ein bisschen, als hätte ich einen Rocksong gesungen. Ja. Oh Gott. Eigentlich gegessen. Ich glaube, da finde ich die anderen besser. Outros am Anfang gemerkt. Outros immer an den Anfang. Outro 1 von 135. Das nehmen wir, glaube ich, mal raus. Jetzt sind die anderen Kogi-Sachen besser. So, wo ist eigentlich unser John? Den Clip braucht niemand. Wir warten immer auf unseren, ich weiß nicht mal, wie er hieß. John irgendwas. Joe. Wir haben hier einen Chat-User namens Joe irgendwas. Brooklyn Joe. Brooklyn Joe ist hier, was? Wo? Habt ihr ihn schon gesehen? Da ist er doch! Wir warten immer auf Brooklyn Joes Catchphrase. Diesen Clip braucht niemand. Jeff, sein Name ist Jeff. Da sind wir immer ganz gespannt, was Brooklyn Joe sagt. Weiter geht's. Gott. Alter. Okay. Du sagst, es sind mehrere Millionen. Ich habe so viel, so nee, schwitzige Hände. Ne? Dann ist vorbei. Okay. Okay, Sam, wir, fiebern jetzt, mit wir nehmen jetzt die okay. letzte. Ich mische es nochmal rum. Ich mische nochmal. Okay, wird eine gute. Oh, das ist mein allerlieblings Pokémon. Das kann nicht sein, oder? Aber ist das nicht gerade Politik? Also, okay, was? Sam, bist du da? Ja. Kannst du mich gut hören? Mhm. Okay, da müssen wir den Kontext mitnehmen, ansonsten macht es keinen Sinn. Da fehlt der Kontext. Weil, jetzt auch mal wieder ein kleiner Spoiler. Weil Sam vorher gesagt hatte, irgendwie das, wie war das nochmal, das Pokémon davor macht einen super ähnlichen Sound wie Zapdos und dann kam direkt Zapdos danach. Und sie hatten danach auch nochmal Raupi und nochmal irgendwas mega ähnliches. Also irgendwie war es ein bisschen rigged, wie Katjana da zufällig gezogen hat. Raichu. Warte mal, da gucken wir mal, ob der andere Clip noch kommt. Ansonsten macht es keinen Sinn, aber ich merke es mir schon mal. Eigentlich erwarten uns natürlich nur Weltpremieren heute im Laufe des Abends. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal eine Krawatte an, hier aus dem Fundus.
keine Ahnung, in welchem Game 2 einspiele, die vorher verwendet wurde. Jetzt dient sie mir hier, um meinen Style zu komplettieren. Wie immer gibt es das Outfit natürlich dann auf meinem Instagram-Channel nochmal. Zum Nachkleiden. Maxim hat gesagt, dass... Dieser Lacher im Hintergrund. Keine Ahnung, in welchem Game 2 einspiele, die vorher verwendet wurde. Jetzt dient sie mir hier, um meinen Style zu komplettieren. Wie immer gibt es das Outfit natürlich dann auf meinem Instagram-Channel nochmal. Zum Nachkleiden. Maxim hat gesagt, das wird ein richtig bunter Abend. Ich finde diesen Lacher aus dem Hintergrund echt geil. Zum Nachkleiden. Maxim. Das funktioniert auch ohne den Kontextquelle, ich, der den Kontext nicht kennt. Aber was hättest du denn dann gesagt, was hier der Gag ist? Pokémon. Oder meintest du... Das kann nicht sein, oder? Aber ist das nicht gerade Politik? Also, okay, was? Sam, bist du da? Ja. Schau mal, wie sie mischt. Warte mal, wo? Dann ist vorbei. Okay. Okay, Sam, wir nehmen jetzt die letzte. Ich mische es nochmal rum. Ich mische nochmal. Aber die waren ja schon vorher gemischt. Warte mal, ich würde schon lieber mit Kontext nochmal reinnehmen. Ja, aus dem Fundus. Keine Ahnung, in welchem Game 2 einspiele, die vorher verwendet wurde. Jetzt dient sie mir hier, um meinen Style zu komplettieren. Wie immer gibt es das Outfit natürlich. Da reicht schon, bei wie immer gibt es das Outfit, reicht schon. Mein Style zu komplettieren, wie immer gibt es das Outfit natürlich dann auf meinem Instagram-Channel nochmal. Zum Nachkleiden. Na, vielleicht doch noch mit der Krawatte. Eigentlich erwarten uns natürlich nur Weltpremieren heute im Laufe des Abends. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal eine Krawatte an, hier aus dem Fundus. Das mit Game 2 kam weg. Keine Ahnung, in welchem Game 2 zu komplettieren. Wie immer gibt es das Outfit. Zack. Zum ersten Mal eine Krawatte an, hier aus dem Fundus. Wie immer gibt es das Outfit natürlich dann auf meinem Instagram-Channel. Maxim sagt, wenn Katja jetzt Zapdos zieht, was? Wo sagt er das denn? Du sagst, es sind mehrere Millionen. Ich habe so wenn spitzige jetzt Hände. Wenn du dann ist vorbei. Okay. Oh ja, wirklich? Ich bin dumm, ich habe gar nicht zugehört. Du sagst, es sind mehrere Millionen. Ich habe so wenn spitzige jetzt Hände. Okay, dann reicht der Clip an sich, da habt ihr vollkommen recht. Dann werde ich das hier nochmal unterstreichen mit einer Bauchbinde, damit man das nicht verpasst. Mehrere Millionen, ich habe so viel so spitzige Hände. Dann ist vorbei. Okay. Okay, schreibe ich mal auf. Es wird mal wieder Zeit für Notizen. Wenn du jetzt Zapdos ziehst, Bauchbinde. Ich habe es auch nicht gehört, ja, ne? Ja, das muss man unterstreichen. Vielleicht noch einen schönen Zoom auf Maxim, damit es ganz klar wird, dass der Satz jetzt gerade wichtig war. Ansonsten geht's unter. Okay, so, da haben wir das Outfit. Hier geht's weiter mit... Oh, hier nochmal Krogi. Baust auf deiner Reise durch das Land der Gefahren. Das ist ja wohl ganz klar. Du kannst zum Beispiel Tränke herstellen, die deine Erfahrung steigern oder deine Potenz oder mein Leben oder grundsätzlich dich einfach nur dumm machen. Das geht auch alles. Und da guckst du dich an. Guck mich an. Es gibt einfach genug Möglichkeiten, Tränke herzustellen. Und für diese Tränke braucht man einen Alchemietisch. Den haben wir hier auch stehen, beziehungsweise wurde mir hier hergereicht. Das ist nicht mein Original-Alchemietisch von zu Hause. Deswegen, ich muss mich manchmal auch ein bisschen zurechtfinden. Aber es gibt einen Kessel, es gibt einen Mörser, es gibt ein Finde ich gut. Premiere nutze ich hier zum Schneiden. Finde ich gut. Die zwei. Guck mich an. So, guck mich an. Es gibt einfach genug... Ich einfach nur an. Dumm machen. Das geht auch alles. Und da guckst du dich an. Das ist schon Nein, ich guck auch mich an. So, zack. Ich habe es auch nicht gecheckt. Das Bild auf der Karte ist für mich nicht selbst erklären. Kenne drei Pokémon. Ah, okay. Dann machen wir vielleicht einfach auch noch einen schönen Zoom hier auf Zapdos, wo ja Zapdos dann steht. Und wenn er vorher sagt, wenn jetzt Zapdos kommt, dann checkt das auch Marie, nennt man mich. Oder? Welche drei Pokémon kennst du denn? Das ist meine nächste Frage. Die Starter? So. Ab und zu steht der Grund des Clips auch im Titel. Ja, ich gucke ja auch schon mal immer ein bisschen.
passende Tränke. Ach, hier haben wir schon wieder. Geil, hier auch, sauber machen. Geil, eingeschafft, Leute. Ja, sehr gut, sehr schlau gemacht. Okay, nächster Trank. Puh. Okay, Trank Nummer 2. Ja. Lieber Alchemist, können Sie mir helfen? Ich brauche unbedingt, ab sofort, jetzt ganz, ganz dringend, Trank zur Schwächung des Geistes. Really? Ja. Denn dieser Trank macht einen zum Idioten. Okay, sehr gut. Ich bin so klug. Basis ist, das ist ja ein bisschen mild. Wir brauchen ja, ist ja nur Schwächung über kurze Zeit. Wir brauchen Wein als Basis. Wein ist richtig. Pikachu und Pummeluff. Ja, und jetzt kannst du ja noch Zapdos, dann hast du wieder drei. Wein als Basis. Bisschen Wein rein. Ja? So Vino sagt Manino, wie heißt es? Ja, das ist richtig. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Schwächung des Geistes. Eine Zutat, die man selten braucht, habe ich mir gemerkt, es sind die zwei Disteln. Richtig. Sehr gut. Zwei Disteln. Ich guck gar nicht mehr rein. Und? Ich finde aber fast den ersten hier stärker. Dich einfach nur dumm machen. Das geht auch alles. Und da guckst du nicht an. Das spielt zwar noch darauf an, aber ich glaube, da reicht der erste. Jetzt kriegt Marie ganz viele Pokémon genannt. Aber Glurak muss man auch kennen. Relaxo muss man auch kennen. Die ersten 150 muss man aber kennen. Ja, erster reicht, ne? So, okay, weiter geht's. Wir haben hier so viel Challenge accepted, da müssen wir mal ein bisschen. Das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Sie will die alle. Haben wir das schon? Nee. Es ist halt wieder der ähnliche Sound, aber das wäre ja wohl ein Scherz, wenn das jetzt Zapdos ist. Warte mal. Oder wollt ihr mich verarschen? Nee, wir verarschen dich nicht, das war Zapdos. Was machst du? Hä, aber ihr könnt. Was hab ich denn gemacht? Ich habe das legit predicted. Stark, das war mega gut. Haben wir's? Darf ich abnehmen? Haben wir gewonnen. Das nehme ich vielleicht noch irgendwie. Vielleicht kann man das auch als Erklärung noch mit bei den anderen dazu. Ohne den Sound als React. Pokémon-Sounds so häufig hintereinander waren teilweise echt Terror. Ich kann die auch null auseinanderhalten. Oh, jetzt kommt hier die Pizza-Challenge. Von Doom 3 töte, nur mit der Kettensäge. Wow. Wie viele Salami-Pizzen gibt's denn, aus denen du da die drei rausschmecken musst? Insgesamt sind das 20 Salami-Pizzen, die im Pool sind, von denen ich kosten muss. Da sind wir alle. So, Freunde, das ist, ich glaube, da stimmt Denzel mir auch zu. Das hier unten, da wo drauf steht, der Geschmack vom Feinsten, dass das die beste ist, die kaufe ich mir auch immer. Das war jetzt ein kostenloser Tipp von mir und wahrscheinlich auch von Denzel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine andere besser findet. Die habe ich sogar gerade gestern erst gekauft und im Kühler drin. Gustavo Gusto. Hashtag Werbung. Vielleicht kann ich ja da mal bitte eine Kooperation bekommen, mit der ich eh esse. Das schneiden wir schnell wieder raus. Ich tue mir immer noch eigene Salami drauf. Zwischen den Clips im Best-of immer wieder Pokémon-Sounds einspielen. Oh Gott. Was, Mara, ist Pizza? Ich bin enttäuscht. Was dachtest du denn, was ich esse? Jetzt bin ich gespannt, Rakaide. Was esse ich denn? Ich dachte, du isst den Bronto-Burger. Döner. Denzel hat gesagt, beste die mit Käserand. What? Wo gibt's denn hier eine mit Käserand? Sag mir mal schnell, welche die ist mit Käserand. Stuffed Crust hier oben ganz rechts.
Die habe ich aber wirklich auch noch nie gesehen. Es ist so eine Special-Pizza. Eine von Rewe. Ich esse nur Lambersbrot, ja, eigentlich. Lambers. Lamberts. La Fuente, was ist denn da los? Lambertsbrot. Stuffed Crust von Rewe. Okay, da muss ich. Ich habe leider keinen. Ich will nichts verraten über die Supermärkte, die da hier überall in der Nähe sind. Da halte ich mal auch schon nach. Bis dahin nehme ich weiter die Gustavo Gusto. Dinosaurier Chicken Nuggets. Okay, wir gucken gerade mal. Boss von Doom 3 töte nur mit der Kettensäge. Wow. Wie viele Salami-Pizzen gibt es denn, aus denen du da die drei rausschmecken musst? Insgesamt sind das 20 Salami-Pützen, die im Pool sind, von denen ich kosten muss. Da sehen wir alle. Das sind die ganzen Pizzen, aus denen, die sind alle vermutlich gerade im Ofen und werden zeitgleich zubereitet von den feinsten Pizzabäckern Deutschlands. Aber warum ist es eingereicht? Einfach, weil die Pizzen da reinfliegen, oder was ist der Witz? 20 Salami-Pützen, die im Pool sind, von denen ich kosten muss. Da sehen wir alle. Ah, sehr gut wäre gewesen, wenn er jetzt noch in der Mitte rausgeguckt hätte, so richtig. Das sind die ganzen Pizzen, aus denen, die sind alle vermutlich gerade im... In Hamburg gibt's keine Supermärkte. Ich verstehe auch den Zusammenhang von den Doom-Boss und Pizza, verstehe ich auch nicht. Pizzen im Pool? Versteht ihr das? Was gibt's denn hier sonst noch so? Ich habe viele davon wirklich noch gar nicht gesehen. Ich habe noch. Aber ich vertraue da auf Denzels Urteil. Dann werde ich mal Ausschau halten nach Stuffed Crust. Ich glaube, es soll lustig sein, weil Denzel Pizza mag. Was sagt denn Joe? Diesen Clip braucht niemand. Brooklyn Joe hat gesprochen. Okay, dann sind wir durch mit Challenge Accepted. Obligatorische Rauszoomer. Wir haben vielleicht 3 Minuten gelöscht. Brooklyn Joe ist ein Fake-Account von Mara. Ja, ich schreibe hier nebenbei noch selber mit im Chat. So, jetzt kommen wir wieder. Jetzt ist hier wieder die Nummer dran. Ich sehe hier Dark Souls. Wie gesagt, da habe ich schon mal so eine grobe Vorauswahl gemacht, weil das wieder 50.000 Clips waren. Und ich sage voraus, dass wir jetzt hier wieder einige Nils-Gags sehen werden. Und ich habe so langsam das Gefühl, Nils hat auf dem Schirm, dass ich hier immer gerne Nils-Gags reinschneide. Und ich habe da nämlich eben auch schon so einen Clip gesehen, wo er auf das letzte Best of einen spielt. Den müssen wir jetzt mal im Blick behalten. Nils! Nicht, dass er jetzt nur noch die Folgen vollstopft mit seinen Gags und dann denkt so, jetzt wird wieder 80% von mir im Best of sein, wie beim letzten Mal. Letzte Best of war sehr, sehr viel Nils, hatte ich das Gefühl. Ich bin auch anfällig für solche blöden Wortwitze. Da bin ich natürlich immer direkt mit am Start. Unangenehm. Das können wir mehrfach zwischenschneiden, habe ich das Gefühl. Los geht's. Irgendwann muss man trinken. Man muss trinken im Leben. Wir sind alle Menschen. Wir bestehen zu 70% aus Wasser. Alles ist Wasser. Alles ab hier ist Wasser. Alles oben ist nur dieser Kram. Wassermenschen sind wir. Ja. Wir trinken oft auch ein Bier. Denn Bier besteht zu sehr viel Prozent auch aus Wasser. Oh, 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 oh. Wasser fließt durchs Klo. Es ist jetzt hier die Dingo-Version von Verflixte Klicks oder was? Ich finde die ersten beiden am besten, die ersten beiden. Irgendwann muss man trinken. Man muss trinken im Leben. Wir sind alle Menschen. Wir bestehen zu 70% aus Wasser. Alles ist Wasser. Alles ab hier ist Wasser. Alles oben ist nur dieser Kram. Wassermenschen sind wir. Ja. Wir trinken oft auch ein Bier. Kluck raus. Da wäre das Lied perfekt beendet gewesen. Leider singen sie noch weiter.
Ich stelle es mir sehr unangenehm vor, wenn man als Person, die in dem Best-of vorkommt, den Schnitt vom Best-of guckt. Also ich hoffe, keiner von meinen Kollegen guckt dir zu. Sie singen mittlerweile etwas viel bei Dark Souls. Okay. Da wird auch nur noch gesungen. Den fällt doch nichts mehr ein. Hier wird nur noch gesungen. Bei Klicks sind sie nur noch am Singen. Unfassbar. Ein Schlag, ein Schlag, ein Schlag, ein Schlag, nur ein Schlag. Ein Schlag. Was hast du mit einem Kometen gemeinsam? Es fehlt nur ein Schlag. Wir sollten unsere Gags besser absprechen, ja, bevor wir auf die Bühne gehen. Das funktioniert so nicht. Wir müssen einfach nur ein extrem... Ja, auch dann selber auch immer noch kichert. Ich möchte dann eigentlich nur so einen Zoom auf diesen halben Kopf. Nehmen wir mit. Vielleicht machen wir wieder so einen Supercut aus den blöden Witzen von Dark Souls. Aber kann ich jetzt auch nicht jedes Mal machen. Besten Witze sind die, über die man nur selbst lacht. So, weiter geht's. Ja, Regie hat immer einen Finger auf dem Badumts, wenn man Dark Souls aufgenommen wird. Okay, weiter geht's. Das machen wir nicht. Wir farmen ja nicht. Andere Leute farmen ständig. Ich versuche generell nichts auf mich zu halten. So ist man. Aber ist Florentin nicht auch ein Bauername? Also Farm, dann müsste doch eigentlich. Bauername? Ja. Florentin? Das kann gar sein. Wieso, ist das nicht der Gerstenjunge übersetzt? Der Gerstenjunge! Die Prophezeiung spricht von ihm. Seit 100 Jahren die Rückkehr des Gerstenjungen. Er wurde geboren. Ja, und jetzt? Also, was muss ich machen? Ja, das musst du schon selber wissen als Gerstenjunge. Teil fehlt in der Prophezeiung. Oh, FDP-Willi hat wirklich die besten Namen. Butterjunge, Butterbube, Gerstenjunge, er wurde geboren, um zu trinken. Butterbube oder Gerstenjunge, man weiß es nicht so ganz. So ist man. Aber es ist Flo. Es fängt hier wieder an. So, merkst schon, wenn Nils diese Stimmlage hat, dass jetzt so eine Frage kommt, dann kommt jetzt wieder was Dummes. Aber ist Florentin nicht auch ein Bauername? Also Farm, dann müsste doch eigentlich. Bauername? Ja. Florentin? Das kann gar sein. Wieso ist. Ja. Nicht Rahm und Ehre, da haben wir Rahm und Ehre. Ehre dem Gerstenjungen. Der kann dann sogar den Butterbubenschaft und den Gerstenjungen vereinen in Rahm und Ehre. Florentin? Das kann gar sein. Wieso, ist das nicht der Gerstenjunge übersetzt? Der Gerstenjunge. Ja, und jetzt? Also, was muss ich machen? Ja, das musst du schon selber wissen als Gerstenjunge. Der Teil fehlt in der Prophezeiung. Gehen wir hier raus. So, zack, haben wir wieder was. Haben wir wieder was rausgeschnitten zur Zubereitung des Best-ofs. Wie gesagt, feinen Schnitt mache ich in Ruhe nächste Woche. Ohne euch Halunken. Und dann könnt ihr das Ergebnis wieder am wann wird denn hochgeladen? Kann mal gucken. Was haben wir denn hier so für Daten? Wann haben wir denn ein schönes? Ich glaube am 8. Ich glaube an dem Sonntag, am 8. Mai. Da ist Muttertag. Also an alle von euch, die der eigenen Mutter etwas Gutes tun wollen. Am 8. Mai ist Muttertag. Könnt ihr jetzt noch passend Blumen bestellen oder was auch immer. Oder ein Schnitzel, was eure Mutter gerne mag. Kommt das noch rechtzeitig an. So. Da wird's hochgeladen. Vielleicht streame ich da ja auch. Können wir uns das zusammen angucken. Na, mal gucken, wie das passt. Mama, ich habe ein Best-of für dich organisiert. Das wäre natürlich auch was. Ich schaue zum ersten Mal zu und es ist super interessant, den Prozess zu sehen. Und du kommentierst es super und ich kann völlig nachvollziehen, warum du das lustig machst. Super gut. Das freut mich, Garunki. Erste Nachricht des Zuschauers und dann direkt so ein schönes Lob. Das freut mich.
Und das ist ja wirklich nur, ich überlege, ob ich irgendwann auch mal den Feinschnitt zeige, weil das ist ja jetzt gerade Mumpitz. Oder sagen wir nicht Mumpitz, das ist ja noch recht einfach, was ich gerade mache, einfach nur ein bisschen was zu löschen. Und der Feinschnitt ist ja eigentlich das mit den Zoom-in, Zoom-out, Bauchbindereien, Überblendungen, wie gehört was zusammen. Das ist ja eigentlich das Coole. Nur habe ich die Befürchtung, dass mein PC das nicht so schafft, während ich das mache und dann noch streame. Deswegen warten wir mal schön. Nächsten Monat soll es ja einen neuen PC geben, munkelt man in den Gassen für mich, sodass ich dann vielleicht auch mal ein Spiel spielen kann und meine Webcam nicht so abkackt. Es sei denn, alles liegt an der Internetverbindung. Dann war alles für die Katz. Wir wirken ja alle mit und du nennst es Mumpitz. Das ist jetzt einfach nur ein schöner Stream, ein schöner, entspannter Freitagnachmittag, den wir uns hier machen. Und ich würde, glaube ich mal, wenn die andere Frage ist, wenn ich den Feinschnitt mit euch mache, ob das dann ewig lang, ob ich dann nicht so schnell vorwärts komme, das ist die andere Frage. Im Endeffekt ist es ja immer noch Arbeitszeit, wenn ich hier schneide. Wenn ich hier mich ständig von euch und euren drei Pokémon ablenken lasse und dann erstmal nachdenke, ja, wie waren nochmal die Pokémon? Nidorino, Nidoking gab's, Zubat, Raupi. Oh, das war schön im Geisterturm. Apollo, Gengar. So, und dann sitze ich hier erstmal eine halbe Stunde, habe ich wieder eine halbe Stunde Arbeitszeit verdödelt mit solchem Quatsch und komme dann nicht vorwärts. Wie lange dauert denn der Feinschnitt sonst so? Oh, das ist sehr unterschiedlich. Kommt sehr darauf an, wie gut die Sachen schon zusammenpassen oder ob ich denke, ich kriege jetzt hier irgendwie 5 Clips passen völlig random gar nicht zusammen. Da suche ich dann noch selber Sachen raus. Das ist dann sehr unterschiedlich, ob das einen Tag dauert oder 2. So, wir machen erstmal weiter. Manchmal auch 3, wenn es ganz besonders gut werden muss. Aber muss man auch sagen, ich arbeite auch nicht mehr 40 Stunden bei Rocket Beans. Ich habe ein bisschen reduziert. Beste Pokémon ist Rikimon. Okay, Coupons, ich sehe schon. Hier wird Nils wieder zuschlagen. Der lässt nichts liegen. Los geht's. Bist du so ein Typ für so Coupons und irgendwie 10-mal dort essen und dann kriegst du was umsonst? Sammelst du sowas oder ignorierst du das? Coupons klingt wie ein Wörterbuch für Rindviecher. Ich mag die Effizienz, mit der die Regie mittlerweile unterwegs ist. Wirklich mit einfachsten Mitteln den größten Effekt erzielen. Du hast ihn gleich. Nee, jetzt kommt die Lanzenphase, da sterbe ich wieder. Nils! Hier könnte ich dann zum Beispiel, ich könnte ja auch, das ist nämlich auch noch so ein Ding, je nachdem wie viel Zeit man investieren will, kann man das halt ja so jetzt einfach mal reinballern. Oder man macht jetzt noch eine kleine Photoshop-Aktion und bastelt so ein Wörterbuch, so ein Pons-Wörterbuch mit einer Kuh drauf. Nochmal extra und blendet das hier ein. Kann man natürlich auch machen. Macht das nochmal ein bisschen. Ich guck mal, ob ich Zeit dafür habe. Ich schreibe es mir auf. Coupons, Wörterbuch, Photoshop. Ja, ich glaube, ich finde es gut, in jedem Best of so 3 Nils-Gags hintereinander und dann immer so ein Stille. Ich bin trotzdem jedes Mal beeindruckt, wie schnell Nils auf sowas kommt. Ja, das sowieso bei den beiden. Die zwei hier sind super, super fix in solchen Assoziationen, Wortassoziationen. Auch Andreas. Ich glaube, die drei sind sich alle recht ähnlich, was so die Art zu denken angeht. Also wenn du die drei zusammensetzt, da jagt ein Wortwitz das nächste. Da muss man so eine spezielle Art zu denken haben, finde ich. Und dann klappt das wie von selbst. Und die drei können das richtig gut. Die sind auch direkt, du siehst das schon in den Gesichtern. Bei Andreas aber auch. Du siehst das schon, wenn Andreas irgendwo dabei sitzt und jemand sagt sowas und man hat auch schon so ein bisschen im Kopf, damit könnte man jetzt irgendwas machen, dann siehst du, bei Andreas rattert es schon und schwupp, hau das raus.
müssen wir nämlich absperren. Aber was ist mit Sabine Essnig? Den Namen Essnig gibt's 100. Achso, warte mal. Das bezieht sich auf das. Da müssen wir das jetzt hier erst gucken. Einfach ein Tal des Scheiterns. Ey, weißt du, was das geil auch? Ich meine, ich bewundere deinen Namen. Wenn du irgendwann mal heiratest, bitte, bitte, such jemanden, der einen passenden Nachnamen hat. Ja, ach ja. Bitte. Wirklich. So viele Chancen. So wie zum Beispiel? Sabine Essen. Oder. Okay. Sabine will essen. Oder. Guckt euch mal dieses Gesicht an. Das ist jemand, der es hasst, der richtig Bock da drauf hat. Auf Witze mit Will. Denn das Lustige ist, ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal wusstet, das Will ja auch, man kann es ja auch so sagen wie Wollen, ne? So kann man es ja auch nutzen. Wahrscheinlich kommt der Gag jetzt auch gleich, dass er das wieder sagt. Mittlerweile kann ich seine Gags gut vorhersehen. Ich verstehe. Aber das Lustige ist ja nämlich, dass mein Nachname, wir wissen vielleicht gar nicht viele, das ist auch ein Verb. Ja. Also wie Wollen. Also wenn man sagt, ich will dieses fucking Spiel nicht mehr spielen, weil es mich innerlich zerstört, dass er das dann immer war. Dann sagst du ja will, ne, aber nicht wie will mein Nachname, sondern er hat so 5 Anekdoten, die kommen einfach immer. Mittlerweile kann ich es gut vorher sehen. Wollen, das ist ja das Geile dran. Weil das glaube ich, wissen viele nicht. Ja, das ist ganz geil. Das und dann zieht er das so lange raus, dass es richtig unangenehm auch für Nils wird, in der Hoffnung, dass Nils das lässt. Super lustig. Habe ich auch erst letzte Woche erfahren, tatsächlich, dass man das so sagen kann, als würde es heißen, ich will, wir wollen was. Also das ist ganz fun. Ja, aber sei mal ehrlich. Du hast das ist, müssen wir nämlich absperren. Aber Nils lässt nicht locker. Bei Nils ist es nicht angekommen, dass er das nicht will. Nils macht lustig weiter. Müssen wir nämlich absperren. Aber was ist mit Sabine Essnig? Den Namen Essnig gibt's 100. Essnig? Oh. Ja. Sabine will Essnig? Okay. Wie witzig er das auch selber findet, der Nils. Okay. Ey, das ist wie so zwei Buben, die sich gegenseitig mit ihrem Namen Witze erzählen, ey. Die zwei. Ich bin so scheiße einfach gestrickt und lach drüber. Lass Miranda denn Sevilla, ja, genau. Das kommt als nächstes, du. Florentin tut mir bei Dark Souls so leid. Ja, damit machen wir vielleicht auch noch was. Ich verstehe. Aber das Lustige ist ja nämlich, dass... Soll ich das noch mit reinschneiden, wo er wieder das sagt, mit seinem Will-Gag macht? Ich verstehe. Aber das Lustige an... Aber gefühlt haben wir das auch schon 1000 Mal gehört, oder? Hat er das nicht schon 1000 Mal erzählt? Aber das sind vielleicht gar nicht viele. Weil er immer so reagiert? Mit deiner Prediction? Ja, theoretisch können wir auch aus dem Schnittstream dann was reinschneiden. Das ist natürlich Meta. Das hat er schon ein paar Mal gebracht, das bringt er jedes Mal, deswegen weiß ich es ja auch. Mit Prediction. Na, ich guck mal. Ich schreib's ihm mal auf. Prediction will Schnitt. Hat er beim T-Shirt. Achso! Ah, ja. Bei diesem, ja. Bei seinem T-Shirt-Stream, wo er die ganzen T-Shirts gezeigt hat. Gestern die Dino-Namen und jetzt das. Oh, ich hoffe, das mit den Dino-Namen ist auch noch dabei. Also das war wirklich, also so langsam glaube ich bin Medium. Also ich glaube nicht mehr, ich bin Medium, sondern ich bin ein Medium. Nostramarus könnt ihr mich nennen demnächst. Weil das wird gleich noch ein What-the-fuck-Moment. Wenn der Clip mit dem Dino-Namen drin ist, das hat mich um den Schlaf gebracht. Das ist auch ein Verb. Wir machen erstmal hier kurz ein Wegschneiden. So, zack, zack. Geister siehst du noch nicht. Ein Marakel.
bin zum ersten Mal dabei. Also viele Leute jetzt gerade hier zum ersten Mal beim Schnittstream dabei. Das freut mich ja. Freue mich jeden Monat drauf, richtig cool mal bei der Entstehung dabei zu sein. Herzlich willkommen, Fuchs912. Sag gerne deine Meinung zu den Clips, was rein muss, was nicht rein muss. Freut mich immer, da Feedback zu hören. Vor allem besonders bei Sachen, die man nicht versteht. Sag Bescheid, falls man das nicht versteht, dann versuche ich das im Best-of besser zu erklären. So, was haben wir jetzt? Auch noch gut kämpfen. Erdbeben, Erdbeben. Wir lassen dir dein Leben. Ich bin heute ein bisschen musikalisch. Ja, ich merk's, soll ich dich... Das ist asynchron. Ja, ich merk's, soll ich dich flötig begleiten? Ja, kannst du auf Flöte spielen? Tschaikowskis 7. in C-Dur? Beeindruckend. Dankeschön. Das ist aber du warst schon... Flutti, was machst du eigentlich beruflich? Er ist ja auch Valarist. Stimmt, den Valar kann er auch spielen. Ja, das kriegen wir auch noch irgendwo unter. Ohne Valar hört sich nicht gleich an, ja. Also mit dem Valar wäre das natürlich tausendmal besser gewesen. Ja, das nehmen wir auch. Wir nehmen mal wieder alles mit. Das ist immer mein Problem, dass wir nichts löschen. Und dann muss ich im Feinschnitt nochmal ein bisschen gucken, wie alles zusammenpasst. Ist bei der nächsten Folge Werwolf dabei? Das weiß ich noch nicht. So. Oh, hier sind wir schon wieder. Eine Folge, ein Clip haben wir noch von Dark Souls. Ich wollte jetzt zum Schluss einmal kennenlernen, aber es wird... Welche Ausrede möchtest du anwählen? Wir haben hier, ich hab den Boss nicht verstanden, ich habe nichts gesehen, ich konnte nicht anvisieren, mein Stuhl war zu niedrig. Was möchtest mein du? Stuhl war zu niedrig. Was möchtest du? Mein Stuhl war zu niedrig. Okay, alles klar. Oh, das passt vielleicht irgendwo anders zu. Welche Ausrede möchtest du anwählen? Also jetzt nicht gerade zu Dark Souls. Ich wollte jetzt zum Schluss einmal kennenlernen, aber es wird... Welche Ausrede möchtest du anwählen? Wir haben hier... Das einmal kennenlernen, aber es wird... Welche Ausrede... Wo geht's denn hier los? Welche Ausrede möchtest du an... Ja, das kriegen wir vielleicht zu irgendwas anderem zugeschnitten. Welche Ausrede möchtest du anwählen? Vielleicht haben wir auch noch irgendwas mit einem Stuhl, wo das dann passt. Muss ich dann mal immer noch gucken, was wir so zur Verfügung steht. Auf keinen Fall. Sorry, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ja. Oh, die Folge war auch gut. Warum habe ich die ganze Scheiße denn gesehen? Das kann doch nicht sein. Wie kann ich das denn alles gesehen haben? Ich habe tatsächlich sehr oft Rocket Beans so auf dem zweiten Bildschirm laufen immer noch. Also Donnerstags und Freitags. Aber manchmal auch im VOD. Aber das habe ich live gesehen. Lars hatte so ein Stromschlagding am Arm. Und und das, was man nicht hören will, wenn man so ein Stromschlagding am Arm hat und das zu heftig wird. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Wie das ausgeht, Alter! Ey, hier steht auf, ich gehe auf. Oh, ja. Hallo Mara, meine Freundin und ich sind sehr froh über Name the Game. Das spielen wir immer zusammen. Sehr gut. Da kommt jetzt am 14. Mai ungefähr kommt die nächste Folge. Da würde ich gerne sowas machen wie alle gegen Gregor, zwei Grünschnäbel gegen einen Gregor. Gucken, ob wir das hinbekommen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Hast du deshalb deine Arbeitszeit gekürzt, um mehr RBTV zu schauen? Ja. Ja, zu Nervus, so war's. Mara trollt immer unterm VOD. Das müssen wir immer löschen. Ja, kann manchmal vorkommen. Nordloch ist ja auch VOD-Moderatorin. Dass da hier und da mal was von mir weg muss. Wenn ich mal wieder diverse Leute beleidige. Haben wir hier noch... Alter, der nächste Clip ist lang. Ich auf keinen Fall! Sorry, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ja. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, Alter!
Den, also da brauchen wir Kontext zu. Ihr steht auf, ich gehe auf. Ah! Oh, ja. Sorry. War echt so krass. Ja. Vergiss Hast es. Du gekrampft? Ich switche um auf Nein. Ich wollte das ausmachen. Jo, die gekrampft. Einzigen vier Worte, die ich von dir nicht hören okay. würde, war, es geht nicht aus. Ja, ey, ohne Scheiß. Ja, okay. Naja. Oh Gott, ey. Auf. Ich gehe auf. Ah! Oh, ja. Sorry. War echt so krass. Ja. Vergiss es. Ey, ihr steht auf, ich gehe auf. Ah! Oh, ja. Sorry. Reicht das? Und dann am Anfang, wie er das noch anzieht oder so. Agali. Wo haben wir denn hier die Vorgeschichte von? Kontext im nächsten Clip. Ach so, okay. Dann schneiden wir es hier so. Eben gerne, Marina. Selbstverständlich mache ich das. Sehr gerne sogar. Ach, wirklich, ja? Mhm. Okay. Lieben gerne mache ich das. Okay, das brauchen wir natürlich noch. Lieben gerne, Marina. Lieben gerne, Marina. Selbstverständlich mache ich das. Sehr gerne sogar. Ach, so ein Ticken asynchron, was ist denn da los? Lieben gerne, Marina. Selbstverständlich mache ich das. Sehr gerne sogar. Ach, wirklich, ja? Mhm. Ach, wirklich, okay. Ja. Naja, also ich habe das. Ich habe, Leute, ich habe 25 Schulteroperationen. Aber nur ganz am Anfang, komischerweise. Danach ist nicht mehr. Leute, ich habe 25 Schulteroperationen. Vielleicht ist auch einfach Premiere irgendwas. Operation hinter mir. Dann habe ich sowas hier beim Physiotherapeuten drauf gemacht. Dann zuckt es so ein bisschen. Easy peasy. Sogar gesund. Ich würde es auf die Bauchmuskeln machen, glaube ich, damit da so, das sind, kriegt man noch ein Sixpack, habe ich mal gesagt. Ach, geht das so schnell auch? Ja, dann muss man sich nur hinlegen, die Dinger drauf und fertig. Ja, ja, stimmt. Okay. Genau, mega gut. Ja. Soll ich es dann jetzt auch gleich machen? Das kann schon mal alles weg. Sogar. Soll ich es dann jetzt auch gleich machen? Ja, wie läuft denn das? Machst du das jetzt einfach, ja? Ja, ich mach. Wieso, du fragst jetzt schon ja, erstmal nach. Nein, ja, das ich, so weil ich wusste nicht, ob so ist, dass ihr sozusagen dann einzeln sagt. Doch, ja, ja, du musst uns erstmal an und sagen. Das will ich auch sagen. Nein, erst antworten höre ich jetzt nochmal aus der Rettung. Du, als hättest du die Regeln im Kopf. Wir machen es immer so, dass du erstmal die Scheiße Knopf im Kopf und wir gucken. Ja, ich mach's auch. Ich glaube, die Annika. So. Aus mit so elektrischen. Im Darkroom einmal am Samstag machen. Ja. Ich würde gerne mal hier, wo er das ihm noch dran macht. Am Bein machen? Ja, wie du willst, ja. Okay. Damit man auch sieht, dass er da dieses Elektrozeug dran hat. Du kannst es aber nicht mehr verlieren. Ey, können wir es nicht alle gleichzeitig machen und dann gehen wir hoch und der als letztes noch übrig bleibt? Ja, leider nicht, dann ist es zu soft. Kannst du mit Bogen machen, aber nicht so wegen Widerstand. Das verteilt sich sozusagen wieder mit hier und das ist zu langweilig, ja. Ja, dann fangen wir doch mal bei Marc an. Oh, nee! Nee, wenn ich Bein mache, dann mach ihr erst Arm. Das ist ja eklig sonst. Stimmt. Pff, ist ein Schwein. So, warte mal, jetzt kommen wir hier in die richtige Nummer. Pff, ist ein Schwein. Geil. Wieso, dein Bein ist doch bestimmt noch total gut rasiert, oder? Nicht mehr, nee, ist leider jetzt doch nachgewachsen. Krass. Oh, ja. Du machst dir das auf die Pulsadern? Bist du wahnsinnig? Den Satz nehmen wir. Oh, du machst dir das auf die Pulsadern? Bist du wahnsinnig? Ist das überhaupt verheilt bei dir schon? Ey, das Schlimmste, was ich, oder eines der Schlimmsten, oder einer... Bist du wahnsinnig? Ist das überhaupt... Pulsadern? Bist du wahnsinnig? Ist das überhaupt verheilt bei dir schon? Andreas mal wieder. Schon? Ey, das Schlimmste, was ich, oder eines der schlimmsten, oder einer der schlimmsten Schmerzen, die ich bisher in meinem Leben hatte, war wirklich für die Schulteroperation. Ja, das ist ja. 1000 Volt. Irgendwie in die Sehne. Ja, ja, ja. Und deswegen hat man da. Die schlimmsten Schmerzen hast du jetzt gleich, Lars. Das war nichts dagegen. Dann Strom in den Nerv der Schulter reingehauen, so reingeschossen. Und dadurch ist halt dein Arm bei dem Schock so hoch gegangen. So, oh, alter Schwede, das war so furchtbar. Okay, dann gucken wir, ob wir das quasi simulieren können heute. Ja. Okay. Das wäre ja auch doof, wenn ich Maxi gleich eine Ohrfeige gebe. Oh. So Schiss, dass ich eine Luxation bekomme. So stark ist es nicht, oder? Zuckt man da so? Das gucken wir uns jetzt an. Nee, ich fahre das ja langsam hoch, ne? Also. Aber für die Show wäre es auch geil, wenn Scheiße, ich... Ja, die Befürchtung, was dass ist? Irgendwie komische, verfassungswidrige Symbole hier zeigt dann oder sowas. Das machen wir natürlich nicht. So, für die Kamera. Okay, da geht's los. Das machen wir natürlich nicht. So, für die Kamera. Bist du ja? Ich wollte es schon. Als ob. Bist, spinnst du? Wie hoch geht das denn? Ah, 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 stopp! Ich will fucking hell! Ja, stopp! Wait a minute, oh, was ist das denn? Warte. Der kriegst du runter, Alter! Hä? Es geht nicht aus! Es geht nicht aus! Scheiß aus! Ja, alter Schwede, Alter! So, da warst du sogar noch mit drin. Ich brauch mir den Anfang hier gar nicht.
Gerne mache ich das. Lieben gerne mache ich das. Ja. Oh, ja. Du machst dir das auf die Pulsadern? Bist du wahnsinnig? Das machen wir natürlich. So für die Kamera. Ja, okay, so passt es gut. hör auf zu Newsgags. Ja, guck, ob das passt. Hör auf. Hör auf, Lars. Plus Nils Gag. Ah, das hat letztes Mal einfach so perfekt gepasst mit dieser Oscar-Reaction. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas noch... Ups, da habe ich was überschrieben. Ob wir sowas auch dieses Mal hinbekommen. Und diese Oscar-Reaction, das war einfach Gold. Das passte auf alles Mögliche. Ja, das ist schon verheilt, bei dir habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten, weil das war schon ein bisschen, da könnten sich Leute verletzt fühlen, so gesagt. Ich fange einfach mal an und sage, lieben gerne, Marie, das selbstverständlich mache ich das, sehr gerne sogar. Ach, wirklich? Ach so, ja. Nee, warte mal. Ach, das ist nochmal dasselbe, ist kein weg. So, zack. Anschließend wird eine Themenkarte umgedreht. Oh, okay. So, jetzt haben wir die Situation von du bist Chamäleon. Du bist ist immer eine schwierige Sache. Deswegen auch beim letzten Mal war auch was von du bist eingereicht. Teilweise sehr schwierig im Best of dann zu verstehen, wenn man erst die Regeln von dem Spiel kennen muss, um das teilweise zu verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Also hier jetzt ja auch, also ich will das auch auf jeden Fall drin haben, aber ich überlege schon die ganze Zeit, wie man das gut schneiden kann, damit man das auch versteht, wenn man nicht das Spiel kennt. Weil im Grunde haben wir, wie ich ja auch eben schon mal gesagt habe, wir haben hier unten so eine Karte mit verschiedenen, also in diesem Fall Autoren. Und jetzt haben wir von diesen 5 Leuten ist eine Person das Chamäleon. Und 4 von den Leuten wissen, es geht jetzt gerade um die Autorin Jane Austen. Eine Person guckt sich diese, wie viele sind es, 16 Autoren an, hat keine Ahnung, wo, was die anderen jetzt gerade, dass die anderen über Jane Austen reden, beziehungsweise Jane Austen im Kopf haben. Und jetzt muss jeder von diesen 4, die Jane Austen wissen, muss ein Wort sagen, was auf Jane Austen hinweist, aber jetzt auch nicht so krass, dass das Chamäleon sofort weiß, ach so, Jane Austen. Und da hat Nils gesagt, Tarzan. Wegen Jane. Aber es haben auch nicht alle von den anderen kapiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schneide ich das? Und dann wurde am Ende, also Valentin war das Chamäleon, wusste nicht, worum es geht. Und dann, wir gucken gerade mal hier kurz rein. Also so viel zur Erklärung, dass ihr jetzt mal auf dem Stand seid, dass ihr das versteht. Ich habe die ganze Zeit, ich habe das auch am Anfang mir zugedeckt. Ich dachte die ganze Zeit, es geht um Stephen King. Und Lars, Nils wollte mit Tarzan auf King Kong Affen. Ich habe Jane Austen gar nicht gelesen, dummerweise. Wir gucken gerade mal einfach nicht schnell auf den 3, 2, 1. So, jetzt müssen Sie abstimmen, wer ist das Chamäleon? Wer ist die Person, die nicht Bescheid weiß? Tja, das habt ihr gut gemacht. Haben richtig abgestimmt. Also Valentin war tatsächlich das Chamäleon, wusste nicht, dass es um Jane Austen geht. Weiß jetzt im Moment immer noch nicht, um wen es geht. Und muss jetzt quasi schätzen, welcher Autor gemeint sein könnte von den anderen. Und jetzt guckt mal auf Leo. Oh, oh Gott, ich hätte fast nichts genommen. Es tut mir so leid. Wie krass. Hat Jane Austen Tarzan geschrieben? Stopp! Nein. Hat... Leo hat es jetzt quasi verraten, dass es um Jane Austen ging. Weil er das mit Tarzan und Jane nicht gecheckt hat, will er jetzt bei Nils nachfragen. Und jetzt denkt man ja, okay, Walle weiß jetzt, worum es geht. Und jetzt guckt auf Walle. Alter. Sorry, es hat mich so interessiert. Es hat mich so interessiert die ganze Zeit. Tut mir leid. Wen würdest du nehmen? Also selbst wenn ich das Chamäleon nicht gewesen wäre, wäre ich ziemlich lost gewesen, weil ich kenne diese Autoren natürlich vom Namen, aber nicht jedem kann ich direkt ein Werk zuordnen. Ja. Ja. Und ich entscheide mich jetzt... Warum hast du da eben auf ein Wort gezeigt? Du kannst mir das doch nicht verraten. Warum nicht? Ey, keine Ahnung.
Leos Gesicht auch, weil er es ja eigentlich verraten hatte. Ich blamier mich jetzt hier nur. Ich gehe auf. Tarzan gibt schon mega lange. Keine Ahnung, Ernest Hemingway. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist so eine Fail-Kette. Das ist unglaublich. Ey, das ist so ein Triple-Fail. Bitte, Alter. Mara, kannst du das bitte ins Best-of packen? Das habe ich noch nie erlebt. Vor 20 Jahren stehe ich vor einer Kamera. Ich habe noch nie so einen heftigen Triple-Fail erlebt, wie gerade in diesem Moment. Oh mein Gott! Bitte nicht. Wie kann das sein? Ey, das war kurz nicht gehört. Soll ich es kurz auflösen? Psst. Ja? Tarzan und Jane. Ich weiß, ich hab das sofort verstanden. Wusste es nicht. Nee. Und deswegen wusste er halt auch nicht, was die Autorin ist. Und hat einfach Tarzan gesagt, weil Tarzan und Jane, Jane Austen. Mega smart natürlich. No way. Hätte ich noch kommen können. Aber oh je, und dann hat auch noch jemand auf das Wort drauf gezeigt. Aber ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Also, hat Jane Austen Tarzan geschrieben? Stopp! Nein. Oh. Alter. Oh. Sorry, es hat mich so interessiert. Es hat mich so interessiert die ganze Zeit. Tut mir leid. Wen würdest du nehmen? Also selbst wenn ich... Ja. Das kann aber man sieht leider nicht, wo Wirt hinzeigt. Weil Wirt zeigt, glaube ich, nicht auf Jane Austen, sondern auch nochmal woanders hin. Aber ich finde allein das mit Jane Austen schon gut. Ja, der Clip ist auch irgendwie ein bisschen asynchron. Aber das ist nicht so schlimm. Da kann ich einfach die Tonspur ein bisschen verschieben später. Sagt Wirt am Ende aber auch. Ich überlege aber, wie man das hier irgendwie... Oh, kriegt man das zusammengeschnitten? Da muss ich nochmal in Ruhe dran, wie man das erklärt. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Mal gucken, wie wir das gut hinkriegen, dass es jeder checkt. Ohne, dass ich davor erstmal 2 Minuten die Erklärung vom Spiel reinschneide und so. Mal gucken. Nicht so leicht zu verstehen, ja. Das wird meine Challenge für nächste Woche. Diesen Fail so zu schneiden, dass das jeder versteht. Der Dark Souls-Clip von mir, den Nils ins Best-of haben wollte, ist aber nicht mehr drin. War das mit dem Wolf? Das habe ich nicht gecheckt, MGS-Gott. Das habe ich rausgenommen. Wir müssen jetzt doch nicht, wenn Nils jedes Mal sagt, das und das muss im Best-of drin sein, müssen wir nicht, okay, Meister, es sofort reinschneiden. Jetzt, das gerade werde ich wie ein schäbiger Halunke sofort natürlich reinschneiden, wenn ich das richtig hingeschnitten bekomme. Komplette Folge reinschneiden. Bauchbinde gesucht, Jane Austen. Ich an Walles Stelle hätte auch gedacht, dass der Jane Austen-Teil mich auf die falsche Spur führen soll. Jetzt hat er keine Macht. Also ich habe auch noch mal Teddy gefragt, ob er das checkt mit dem Wolf. Der hat es auch nicht gecheckt. Und dann habe ich gedacht, ach, dann nehme ich das schon mal raus. Okay, hier sind wir jetzt immer noch in der Folge. Gucken wir mal, was wir da noch haben. Jane nur. Kannst du im Gesicht lügen? Ja. Na gut. Jane nur. Kannst du im Gesicht lügen? Ja. Na gut. Ja, das wenn nur als Reaction auf irgendwas von wir. Jane nur. Kannst du im Gesicht lügen? Ja. Bin ich mir nicht sicher bei dem. 5 Punkte haben und diese... Da waren noch Clips vor dem langen Dubis-Clip. Ja, das ist die Erklärung von dem, was dann passiert. Da muss ich ja, wie gesagt, erstmal gucken, wie ich das da irgendwie zusammenkriege. Runde gewinnen und deswegen ist das dramaturgisch noch gut. Na gut. Ich bin überzeugt. Also ich finde jetzt das Wort Sinne finde ich sehr allgemein. Mhm. Und ich sehe jetzt nicht so... Das ist Johannas Gag, was? Was ist denn der hier? Soll ich würfeln schon wieder? Ich glaube, wer es eben war, muss es machen, ne? Okay, na gut. 1 und 2... Oh Gott. Hier ist nichts mit Küchenhuber, trollst du mich?
Der erste, du bist Gag. Was? Den Punkt abstauben, indem es das Geheimwort errät. Sollte das. Das ist die Erklärung, Küchenhubert. Du trollst mich. Hier kommen ja noch ein paar Clips. 5 Punkte haben und diese Runde gewinnen. Und deswegen ist das dramaturgisch noch gut. Na gut. Ich bin überzeugt. Also ich finde jetzt. Das ist jetzt wahrscheinlich drin wegen überzeugt, oder? Na gut. Ich bin überzeugt. Ja gut, überzeugt. Ja, nehmen wir schon mal als Reaction. Hubert, zurück in deine Küche. Also ich finde jetzt, das Wort Sinne finde ich sehr allgemein. Mhm. Und ich sehe jetzt nicht so die spezielle Eingrenzung auf den Begriff. Und Johanna war auch als Erste dran. Und das macht keinen Sinn, mich zu nehmen. Wegen Sinn? Deswegen wolltest du es einfach nur gesagt haben. Nee, ich meine, also ich sage nur meine Gedanken. Ich finde jetzt, das Wort Sinne finde ich sehr allgemein. Mhm. Und ich sehe jetzt nicht so die spezielle Eingrenzung auf den Begriff. Und Johanna war auch als Erste dran. Und müsste ich eigentlich reinnehmen, wo sie am Anfang Sinne sagt. Das versteht man es, glaube ich, nicht. Mr. Miesfies mit sehr vielen Unterstrichen im Namen. Herzlich willkommen. 17 Monate lang dabei. Uhö! Macht keinen Sinn, mich zu nehmen. Ja, aber dann muss. Der Sinn ist doch, dass sie Sinne gesagt hat. So die spezielle Eingrenzung auf den Begriff. Und Johanna war auch als Erste dran. Und das macht keinen Sinn, mich zu nehmen. Wegen Sinn? Deswegen wolltest du es einfach nur. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das Zufall war. Ich nehme es erstmal raus. So, weiter geht's. Nächste, du bist. Ach nee, doch nicht. Natürlich nix. Ich bin's nicht. Ich bin nicht das Schimmeleon. Oh. Ich wollte Sinn. Die Sinn, also Gänsehaut, Sinn, man bildet sich das ein, Gespenster. Die meisten Dinge sind so real. Spinnen, Toiletten, das ist alles so und da. Jetzt? Oh, dumm. Und ich bin gerade ganz dumm gewesen. Ja, ja, ja. Ist nicht schlimm, weil. Leo. Geister? Das sehen wir nicht. Hättest du beleidigt. Ich hab's Gespenster gesagt. Hast, ja. Ich bin dumm. Oh. So, wir kommen jetzt erstmal zur nächsten Folge, du bist. Revelations wurde hier gespielt. Das wäre, glaube ich, mal eine Albtraumfolge. Also bei sowas wäre ich auf gar keinen Fall dabei. Weil so Wahrheit oder pflichtmäßig vor der Kamera, oh Gottes Willen. Auf gar keinen Fall will ich damit spielen. Wo man irgendwie über Geister redet und sich fiktionale Geschichten ausdenken muss, okay. Aber jetzt kommt hier Krane gleich. Oh. Nee, und ich hab mir vorgestellt, ich bin vielleicht sogar wirklich mit einem Date irgendwo. Was? Irgendwie, keine Ahnung, im Supermarkt. Mit und wem bin ich? Nee. Klamottenladen. Ja, Klamottenladen. Ja, oder eine Klamottenladen. Das wäre ein weirdes und, Date. Und shoppen? Oh, ja, kann ja sein. Du zahlst? Und sie klaut halt irgendwie, keine Ahnung, so eine Kette und präsentiert so, wir gehen so raus. Okay, what the fuck. Was? Auf, wir gehen so raus. Und dann sagt sie so, ey Fabian, weißt du, was ich mitgenommen habe? Und legt sich so diese Kette um, macht sie so vielleicht so noch so zwischen die Zähne und so, zeigt es so. Und das macht mich halt übel. Was? Was? Du hast gerade. Ey, sorry, ich habe einen kleinen Kopf. Ich hatte keinen. Was? Es gab doch mal diese Show, wo dann immer so ein Fake-Date gemacht wurde, wo die dann immer. Nee, was war das denn? Mein neuer Freund mit Christian Ulm. Das passt perfekt da in die Richtung, oder? Bad Boy gerade. Eieieiei. Was steht da? Granes heißeste Träume. Ich glaube, wir gucken uns erstmal hier alles an, was hier so eingereicht wurde. Und dann nehmen wir davon was. Ihr jetzt Krane überzeugen könnt bei einem Date. Ja. What the fuck? Und ich habe das aus Joke gesagt. Du weißt das auch erst. Okay. Alles klar. Alles klar. Bin ich nicht drauf gekommen, leider. Hast du aber gut erzählt. Bin ja. Hast mich auch erregt. Ja. Mal das What the fuck übernehmen.
überzeugen könnt bei einem Date. Ja. What the fuck? Und ich hab das aus. Lilifee, herzlich willkommen im Schnitzstream. Bei einem Date. Schnitzstream. Bei einem Date. Ja. What the fuck? Und ich hab das nur aus Joke gesagt. Ich weiß das auch. Kriegen wir nur das What the fuck? What the fuck? What the fuck? Und ich hab das. What the fuck? Ja, das kriegen wir nur. What the fuck? Das kriegen wir bestimmt gut irgendwo unter. So, zack. So, weiter geht's. Eurem Kreis mit drin. Ich darf auch gleich. Ich hab Freunde. Meine Freunde mögen mich und deswegen Teamvertrauen. Yes, S.O. Oh, ey. Warte. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal die ganzen Clips gucken, um das irgendwie zu finden. Ich hoffe, dass keine 14-Jährigen ich hoffe, dass ich niemals. Das ist nämlich auch wieder. Das bezieht sich. Eieiei. Okay, das ist durcheinander. Berti. Mhm. Ich glaube, du bist ein kleiner Lustmulch. Und für dich ist das Ansporn. Für dich ist das. Du sagst, okay, Janine. Du heißt Janina, ich hab gedacht, mir ist irgendein Name gerade eingefallen. Ich sag Christine. Es gibt 2 Milliarden Namen. Ich sag Christine. Das ist eine erstaunliche Annahme. Ey, es war Zufall gerade. Okay, Christine. Okay. Ja, finde ich auch gut. Joint im Kreis, ja, aber das versteht man doch nicht in der. Aber das finde ich schon mal gut, das tun wir nach hier vorne. Well. Okay, wir sind jetzt genau bei der Hälfte angelangt. Das heißt, wir haben 4 Karten in dem Spiel. Wir spielen ja bis 8. Und ich würde sagen, wir machen eine klitzekleine Pause nach einem Spot. Aber Berti ist noch nicht revealed, ne? Stimmt! Ich moderiere gerade ab. Berti! Ja. Was? Oh Gott, du kannst gerne nach der. Sehr anders besser. Aufzeichnung noch mal zu mir kommen. Wir reden noch mal. Okay, nice. Okay. Ja. Okay, dann Lars. Ich muss Lars anstellen. Ich sag, du empfindest Lust? Natürlich. Nein. Du selbst reingeritten. Ich bin komplett traurig. Diese ganze Sache mit Druck aufbauen und so muss ja nicht sein. Doch, beim Sex, da muss Druck sein. Das ist eine bierernste Sache. Da geht's, meine Rede. Wie Leo schon sagt, ja. Da geht's um Leistung. Und ich hab so ich hoffe, dass keine 14-Jährigen ich hoffe, dass ich niemals Sex mit dir habe. Nicht mehr. Da gehört der Clip mich jetzt dahinter, glaube ich. Oh, ey. Ich hoffe, dass keine 14-Jährigen ich hoffe, dass ich niemals Sex mit dir habe. Nicht mehr. Weil du weißt, was ich für ein Leistungsmaschine bin. Ja, kann man auch noch nehmen. Was kommt hier noch? Ja. Okay, ich bei bin dir so. Wer ist denn noch offen? Krane? Ja, Krane ist doch mit mir sofort, oder? Wir gehen schön im Puff zusammen. Oh, okay. Lust? Was sind denn das für Fragen? Das ist das Schlimmste, du bist auf Teil. Das ist wirklich so. Das ist falsch, das ist Enttäuschung. Weil. Was? Naja, also. Wenn das dein Ziel ist. Leo. Also ich will ja auch in viele verschiedene Richtungen drehen. Das hat jetzt nicht nur was mit Sex zu tun, sondern würde ich halt da sagen, dann würde ich halt. Du kannst essen, was du willst, du kannst mal wieder Gras rauchen. Genau, ich würde einfach mal alles machen, hätte Lust aufs Leben. Ja. Mal wieder ein H&M, ein paar Klamotten klauen. Das ist aber eine. Go! Ich meine, dann haben wir nochmal den Sommer unseres Lebens. Was geht ab? Was hat aber das ist doch nie Lust? Das ist doch öffnen wir eigentlich bei Rock Beans bald so einen Saunaclub? Alle geil. Aber ich sag mal so, wenn ich wüsste, ich hätte noch 2 Jahre zu leben. Okay, letzten 3 checke ich überhaupt nicht. Ich glaube, dafür muss man die Fragen, auf die sich das bezieht, kennen, oder? Das ist mir zu frivol, sagte CyberCBB. Nee, das rafft man nicht. Aber davor, die 2 hier können wir nehmen. Nein. Also das, warte mal, was ist das hier? Ich glaube, du bist ein kleiner Lustmolch. Berti als Lustmolch kann man nehmen. Und das mit der Kettenklau. Und shoppen. Oh, ja. Was ist das hier nochmal gewesen? Aber auch gleich. Das checke ich auch nicht. Du kannst gerne nach der Aufzeichnung nochmal zu mir kommen. Wir reden nochmal in Ruhe. Okay, ich glaube, die 2 nehmen wir. Da sind wir gut mit dabei.
Du musst die Fragen davor. Ja, das, also ich will jetzt nicht unbedingt jede Folge so krass erklären müssen. Ich muss ja die andere Du bist-Geschichte schon so erklären. Ich glaube, die funktionieren, das sind die zwei Sachen hier, die funktionieren auch so mit Granis-Ketten-Geschichte. Und dann nehmen wir noch hier von Janina das What the fuck. What the fuck? Das reicht dann, glaube ich, schon. Dann haben wir noch die Chameleon-Folge von Du bist und dann haben wir sehr viel Du bist-Content. Die Aussage mit Grane, kannst du. Welche Aussage mit Grane? All die Clips haben für mich große, alle außer mir sind betrunken Energie. Blende die Frage als Bauchbinde ein. Beim Lustmolch. Ja, aber ich glaube, also gerade die zwei funktionieren ja ohne die Frage zu kennen, oder? So, warte mal. So, jetzt sind wir bei Faul wird fett angekommen. Zoom nochmal raus. Oh ja, da haben wir noch einiges vor. Ja, aber ich glaube, das erklärt sich ja schon, wenn er vorher sagt, Berti Lustmolch und so, dann rafft man das, glaube ich, auch schon. Also da braucht man gar nicht die Frage dazu. Ich gucke dann nochmal genauer rein. An oder ich bin da für meine Frau. Und wir wollen uns gegenseitig supporten und es ist cool. Oder sagt ihr lieber, nee, ich bin besser? Was ist so euer Ding? Die Aussage, ich will nie mehr. Ja, das ist ja noch drin zu Neros, glaube ich. Das müsste noch bei dem Clip mit dabei sein. Mann, oder ich bin da für meine Frau und wir wollen uns gegenseitig supporten und es ist cool. Oder sagt ihr lieber, nee, ich bin besser? Was ist so euer Ding? Ich liebe dich ja sehr, ne? Aber ich möchte. Aber. Die besten Sätze waren so. Aber. Also alles ich habe dich geheiratet, aber. Alles ist unwichtig nach dem, vor dem Komma, ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich möchte nicht mit dir zusammen trainieren. Das wäre falsch. Aber ich glaube, es ist für uns beide einfacher und effektiver, wenn wir jeder für, wenn wir jeder unser Ding machen. Ja. Also wie in unserer Ehe. Hast du dich gerade gefriendzoned, gefitness-friendzoned? Ist das Geheimnis unter ihr? So funktioniert's, Leute. Bis wir uns dann verabredet haben, wann wir zusammen trainieren und dann braucht der eine doch länger und dann, da, weißt du, ich glaube, es ist besser, jeder kocht da sein eigenes Fitness-Süppchen. Meinst du nicht? Die erste der Eheberatung jetzt ab sofort in dieser Staffel. Schön, dass ihr live dabei seid. Oder hattest du dir das ganz anders vorgestellt? Ja, das überlege ich mir dann vielleicht auch nochmal. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Dafür darfst du jetzt als erstes auf die Challenge-Competition. Auf die Waage gehen. Wow. Warte mal, vielleicht bis hier vorne, bis zu dem Aber. Einfacher und effektiver. Das alles ist viel zu lang. Mein Mann oder ich bin dafür meine Frau und wir wollen uns gegenseitig supporten und es ist cool. Oder sagt ihr lieber, nee, ich bin besser? Was ist so euer Ding? Ich liebe dich ja sehr, ne? Aber ich möchte. Die besten Sätze waren so. Aber. Also alles ich habe dich geheiratet, aber. Alles ist unwichtig nach dem, vor dem Komma, ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich möchte nicht mit dir zusammen trainieren. Das wäre falsch. Aber ich glaube, es ist für uns beide einfacher und effektiver. Wenn wir uns nie mehr wiedersehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das unterkriege. Guck mal noch die nächsten Clips. Wir müssen mal schauen, dass die Waage die ganzen Daten auch aufnimmt. Also falls Apina weiß noch Werbegesichter drauf. Geh noch mal runter bitte, die ist noch nicht an oder stell dich mit einem Fuß irgendwie so halb drauf. Damit Alpina weiß. Also falls Apina weiß noch Werbegesichter drauf. Geh noch mal runter bitte, die ist noch nicht an oder stell dich mit einem Fuß irgendwie so halb drauf, damit die angehen. Hilfe. Zack. Hilfe stattfinden. Das ist ja das, was du fragen wolltest. Als du mich angeschrien hast, ja. Weil du meinst, oh, das ist okay. Darum geht's. Du hast gesagt, das wird schwer, aber es geht ja nicht darum, dass es so leicht wie möglich ist. Was war das denn? Als ich dich abgewürgt habe. Als du mich angeschrien hast, ja. Weil du meinst, oh, das ist schwer, okay. Darum geht's. Das ist ja auch so ein Kioskverkäufer. Du hast gesagt, das wird schwer, aber es geht ja nicht darum, dass es so leicht wie möglich ist. Es geht darum,
rauszufinden. Ich war echt gespannt, was ich hier raus mache. Bin noch nicht sicher. Bisschen Vorwärtsfit brauchen wir auf jeden Fall. Also einen davon zumindest. Der eine Trick. Geheime Trick. Ja, es kommt der geheime Trick. Du hast ja vorne diese Linie. Ne? Diese, ja. Diese erste Linie. Dann okay. Von links der zweite. Ja. Ja, da hinten erstmal mit Bifi. Ach so, mal auf der Horizontalen. Jetzt kannst du auf A noch eindrehen. aber sag's nicht zu laut, ja? Du meinst du mittig, ne? Und soll ich jetzt noch unter der Gürtel gehen? Ja, das bleibt mir auch, das ist süß. Alpina-Weiß kann man nehmen. Ginos Geräusch nehmen und irgendwo anders, ja, das könnte man auch noch machen. Okay, jetzt sind wir bei Gamefights. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Unter der Gürtellinie. Ja, werde ich einfach eins reindrücken. Nein, nur, ach, das ey, war, also, er kennt mich doch. Guck mal, ich habe doch schon zu Game 2 Zeiten eingenordet auf meinen, okay. Meine Art. Also einmal die Woche muss ich in Collins Büro und kriege erstmal ein paar Ohrfeigen. Ganz kurz zur Klarstellung, nur das stimmt. So, nein, alles, nein, sorry. Du weißt, du hast verstanden. Nee. Guck mal, ich habe doch schon zu Game 2 Zeiten eingenordet auf meinen, okay. Meine Art. Also einmal die Woche. Einmal die Woche muss ich in Collins Büro und kriege erstmal ein paar Ohrfeigen. Ganz kurz zur Klarstellung, nur das stimmt. So, nein, alles, nein, sorry. Da würde ich nicht nochmal zurückrudern. Einfach so stehen lassen. Aha. Ja, meinen klassischen LP. Sollt ihr bekommen, und zwar jetzt. Denn ich hab Bock, denn ich hab Bock. Jetzt geht's los mit Geogesser Lars. Ganz alleine gegen das Internet. Alle mach ich fertig, alle mach ich platt. Riesenkönig bin nur ich. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich habe kürzlich ja mal ganz allein... Das ist doch ein Kandidat für das Intro. Denn ich hab Bock, denn ich hab Bock. Jetzt geht's los mit Geogesser Lars. Geogesser muss weg. Los mit Geogesser Lars. Ganz alleine gegen das Internet. Alle mach ich fertig, alle mach ich platt. Riesenkönig bin nur ich. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich habe kürzlich ja mal... So. Jetzt geht's los mit Geogesser Lars. Nicht Geogesser Lars, den wollen wir nicht sehen. Das Best auf sehen. Denn ich hab Bock, denn ich hab Bock. Jetzt geht's los. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde euch nicht... Ja, irgendwie so in die Richtung. So, das muss ganz ins... Moment, wir haben die Outros ganz am Anfang. Vielleicht aber auch die Intros. Es ist auch immer so schwierig, hier die Sachen zu verschieben, weil das so fitzelig klein ist. Ich lasse erstmal dabei. Best of als Computerstimme statt Geogesser Lars. Ja, schreib's mal auf. Computerstimme Best of Lars. Intros ans Ende. Es ist sehr schwer, hier die Sachen zu verschieben, weil ich müsste ja quasi so rauszoomen und jetzt muss ich den Clip erwischen und den verschieben. Deswegen, also das mache ich meistens im Feinschnitt, dass ich dann da sortiere. So, das kann ich auch mal wieder ran. So, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Geogesser. Was ging denn da so ab? Come on! Ich, ein Rookie Seeker. Also ich bin ja wohl locker. Okay, da haben wir doch schon eine Reaction. Ja, wo es ins Vollbild geht. Fangen wir hier an. Den nehmen wir uns mit, den Lachlas. Zack.
So hört sich mein Motor auch manchmal an. Mit 1000 Siegen auch innerhalb des Dings und ich steige 17 ab. Senoritas! Sorry. Senoritas! Auch noch irgendwo. Ob das passt. Hat er hier eine Folge gemacht, um Reaction für das Best-of zu produzieren, oder was? Macht er so eine Folge manchmal? Und jetzt müssen wir da... Was ist das denn? Nein, das war so dumm. Schade, ich hab dich gerade noch gelobt und dann machst du sowas unfassbar Dummes. Wieso hab ich dich überhaupt gelobt? Ich weiß gar nicht, wie die dich immer so gezielt attackieren können. Die haben gar kein räumliches Sinn. Wer greift mich denn da? Nils! Nein, Mann, Nils! Ich bin kein Hotdog! Nicht. Es wird doch immer verrückter, diese Intros von In die Tonne, oder? Das schlimmste Spiel, was sie je gespielt haben. Boah, jetzt haben wir hier aber einige Clips. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aussuchen, was wir davon nehmen. Nicht schon wieder ein Intro? Ich muss mal ein bisschen weiter. Männchen machen, wie es so fliegt und piu, 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 piu. Okay, super. Immer so einen inneren... Nils, ich kann es nicht ertragen. Ich kann es nicht ertragen, dass sie das Spiel mich so fertig machen. Du musst dieses... Warum dann so? Weißt du, wie soll man das denn machen? Nils, ich mach das nicht mehr. Ich mach's nicht mehr. Jede Woche kommen die mit einem neuen Dreckspiel. Und es wird immer schlechter. Die machen sich ja nicht mal mehr mittlerweile Mühe, irgendwas zu finden, was man spielen kann. Ich zeig dir jetzt eben. 10 Minuten, das dauert nicht lang. Weil halt der Sprung du lebst, nicht geht. Du lebst aus einem... Ja, Mann, ja, das Spiel ist so scheiße! Entschuldigung, aber das muss kurz raus. Das muss raus. Let it all out. Letzte Situation. Und Situation. Guck mal hier, jetzt. Mann. Ich muss mich mental erstmal wieder in das richtige Mindset bringen. Minairino. Wie wird's ausgesprochen? Minarino. Minarino. Oder Rino oder Rino? Rino. Und man sagt ja, aber es ist Spanisch. Minarino. Minarino. Minarino Director's Cut. Ein Spiel. Ja, dann. Luna. Okay. Nils, ich kann es nicht mehr ertragen. Ist Classic Reaction auf Nils Gag. Ich glaube, das, wo sie Namen aussprechen, brauchen wir nicht unbedingt. So, jetzt bei den anderen müssen wir jetzt mal gucken. Und jetzt müssen wir da... Nein, nein. Das war so dumm. Schade, ich habe dich gerade noch gelobt und dann machst du sowas unfassbar Dummes. Da können wir schon mal raus. Da haben wir das Intro. Piu, piu, piu. Nehmen wir eher das Intro mit dem Hotdog statt piu, piu, Hähnchen piu, piu, drum, oder? So. Man so einen inneren... Ja, und ich glaube, die Clips, die hier sind, werde ich noch mal schneller aneinander schneiden, wo am Anfang sagst, es ist das schlimmste Spiel der Welt und alles. Irgendwas von dem Spiel muss rein. Ja, klar. Ich glaube, die hier werde ich schneller aneinander schneiden, also dass es jetzt nicht so lang ist, sondern wo am Anfang sagt, es ist das schlimmste Spiel des Lebens und dann so ganz schnell hintereinander. Okay. Da kommen wir hier langsam mal vorwärts. Uiuiuiuiui. So, was haben wir jetzt hier? Keine Gnade in Mario. Ja, dann. Luna, fahr mal rechts. Nee. Ich fahr rechts, alles gut. Ich hab das gesehen. Das war böse. Oh, yes. Ich liebe es. Ich konnte aber auch nicht mehr lenken da. Alter, das ist... Okay, okay. Okay, ich hoffe, man hat das gesehen. Nein! Nein! Nein, für mich, was? Sagt er da schon wieder bitte ins Best-of? Nils Bohmhoff. Ich konnte aber auch nicht mehr lenken da. Alter, das ist... Okay, okay. Okay, ich hoffe, man hat das gesehen. Der
Clip war noch nicht drin. Wir haben aber das letzte Mal was Ähnliches, wo er auch ständig runterfällt. Nur die Stelle so als Zwischen. Ich hab das gesehen. Das war böse. Oh, yes. Ich liebe es. Ich konnte wohl nicht mehr lenken da. Ich hab das gesehen. Das war böse. Oh, yes. Ich liebe es. Eigentlich nur ab da. Konnte wohl nicht mehr lenken da. Alter, das ist... Okay, okay. Okay, hab's... Ich hoffe, man hat das gesehen. Runterfallende Marek hat es nicht so selten. Ja, aber das war schon wirklich dreimal hintereinander an derselben Stelle. Ja, wir gucken mal. Warte mal, ich muss mal mit der Donner-Echse schimpfen. Okay. Kino Plus. So, was haben wir heute? Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, wo in Paris die Sonne aufgeht, im Nachtlicht, irgendwelche Streaming-Sachen. Ah, Bruce Willis. Irgendwas verpasst? Nö, komm. Setz hin, Sendung geht los. Okay. Haben wir da schon wieder ein Intro? Ja, Andi muss rein. Ich überlege nur, wie wir schneiden. Ich nehme nur das Beste von Nils und setze es hinter das Intro von Lars. Was? Javier badet? Was? Achso, da kommt das jetzt. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Da bin ich mir noch nicht so sicher, was wir damit machen. Aber es eignet sich auch gut als Intro für so ein paar Kino-Plus-Clips oder ein Kino-Plus-Clip, der dann kommt. So, also Freunde, ich muss sagen, ihr seid nicht schlecht. Ihr seid nicht schlecht. Also, ich lese jetzt mal die offizielle Inhaltsangabe vor, die ich jetzt bei Mediabiz gefunden habe. Also man mag vermuten, dass ich das vielleicht vorher schon kann, aber es ist tatsächlich den Inhalt. Okay, den kenne ich auch noch nicht. Okay. Gut, ihn kennst du. Roter Teppich, Scheinwerferlicht, Fans kreischen, Fotografen jagen nach dem besten Foto, Kamerateams erwarten Interviews, eine Premiere steht an. Haben wir alle schon gesehen. Auf und Deutschlands größter Filmstar, Marvin Bosch, gespielt von Elias Mbarek. Marvin Bosch? wird sehnsüchtig erwartet. Doch Marvin lässt auf sich warten, denn das Interview mit der bissigen Boulevard-Journalistin ist Journalistin. Nee, pass auf. Das lese ich ja jetzt erst. Noch eine Story. Pass auf, Freunde. Das war der erste Akt. Jetzt kommt. Jetzt hör zu. Das Interview mit der bissigen Boulevard-Journalistin Bettina Bamberg. Hör auf! Ja, da haben wir doch was für Brauer sucht. Brauer sucht was? Was war von Andreas am Anfang? Das ist der Name. Das ist ein bisschen wie bei RTL, ne? Gespielt von Alexandra Maria Lara. Ist gründlich schief. Nein, das ist sie, glaube ich. Kannst sagen, das ist. Jetzt hör doch mal zu. Ich bin so aufgeregt. Entschuldigung. Ist gründlich schief gegangen und der Star landet auf seiner Flucht vor den Medien ausgerechnet im feministischen Off-Theater 3000 von Frieda. Lucy Heinze. So ein Kleid trägt man Gastronomie Off-Theater. Das kurz vor dem Aussteht. Werden es Marvin, Frieda und ihre Freunde unter Beobachtung der staunenden Öffentlichkeit schaffen, das Theater zu retten, Marvins Ruf wiederherzustellen und vor allem der Liebe eine Chance zu geben? Warte mal, wieso wieder Ruf? Das klingt wie der schlimmste Film des Lebens. Holy shit, ich bin ja schon kein Fan von deutschen Produktionen, aber das klingt nochmal extra schlimm. Aber das könnte man vielleicht mit dem Brauer, der sich traut, zusammenbringen. Hör auf! Wie Alliteration! Das ist der Name. Das ist ein bisschen wie bei RTL, ne? Gespielt von Alexander. Bisschen wie bei RTL. Mal gucken, wie wir das machen. Zack. Geschichten, die das Leben eben genau so schreibt, ja. Allein dieser Name. Liebesdings, ey. Oh.
Ja, der Name ist allein schon wirklich furchtbar. Na gut, dann schau ich mir den Anfang mal an, was? Für unsere Freunde des asiatischen Kinos hätte ich vielleicht noch The Treacherous, die 10.000 Konkubinen im Angebot. Das ist ein Film, der ist auch schon ein paar Jahre alt, aber der kommt jetzt endlich mal nach Deutschland. Geht es um einen König in Korea, der so ein bisschen durchgeknallt ist. Der daraufhin entschließt, möglichst viele Frauen oder so viele Frauen wie möglich in sein Schloss zu sperren und sie dort halt zu Konkubinen auszubilden. Und die beste von allen soll dann irgendwann mal seine Frau werden, die ihm halt Nachwuchs gebärt. Und das könnte vielleicht für diejenigen unter uns nicht. Also ist schon ein stolzes Projekt. So stolzes Projekt, ja. Aber ne, auch nicht für alle geeignet. So. Kein Porno für die ganze Familie. Kein Porno für die ganze Familie, genau. Dann gibt es noch einen Film, den ich... So schlimm sind deutsche Romcoms. Gut, Herza. Wenn die Aussage von dir kommt, du guckst ja auch Bibi und Tina. You had me at 10.000. Gibt es dazu einen VHS-Kurs? Oh, würde ich schon fast nicht reinnehmen. Was meint ihr? Nur stolzes Projekt? Also ist schon ein stolzes Projekt. So stolzes Projekt, ja. Aber ne, auch nicht für alle geeignet. So. Ja, das vielleicht. Das können wir vielleicht auch irgendwas eine Reaction machen. Wunderschön und J.G.A. Oh, das hört sich schon furchtbar an, Herzer, die Namen. So. Oh, Disney-Prinz Krogi ist mal wieder bei den Eichhörnchen. Sehe ich das hier richtig? Oh, gleich kommen die Mammuts. Hallo? Du bist ja schon wieder da, kleiner Fritz. What? Was? Viele sind denn da? Was? Ich finde diese Eichhörnchen-Clips von Grogi immer so gut, die einfach so random plötzlich zwischendurch kommen. Aber das ist natürlich auch eine Auflösung aus der Hölle. Wahrscheinlich mit dem Handy oder was. Erstmal hier ran. Wie nicht da dran kommt. Ich, wenn das so hoch im Supermarkt steht. Donnerexchen. Was ist denn heute schon wieder los? Beim letzten Stream warst du so lieb und jetzt bist du heute schon wieder furchtbar. So ist das, wenn man eine wilde Donnerexe im Wohnzimmer hat. Krogi einfach Disney-Prinzessin. Nils wie ein Best-of-Will. Rico, wenn er nicht an die Möhrchen kommt. Clickbait-Thumbnail. Ja, finde ich beides süß. Irgendwo kriege ich das unter. So, und jetzt kommt nämlich... Nee, was ist das denn? Was? Nicht direkt vor die Tür. So, zack. Oh, nee, das Vieh. Oh Gott. Kann man irgendwas bauen, was einen noch mehr erschreckt als so ein leuchtender Scheißrabe, der ständig auftaucht auf meinen Möbeln? Ich hatte doch eigentlich Clips von mir weggestrichen, dass ich die nicht mit euch angucke. Moment. Supercut mit dem Weihnachtsbaum.
Rabenclip. Ach ja, Tollpatsch. Bei Cliptiteln niemals Mare reinschreiben, damit sie nicht rausgelöscht werden. Oh, Dageran. Ja, mal gucken. Ich bin mir nicht so sicher hier bei dem Raben. Aber das nächste, da bin ich mir sicher, da sag selbst ich, das muss drin bleiben. Und zwar sind wir jetzt hier bei Prehistoric Kingdom. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben. Was man dazu wissen muss, das würde ich wahrscheinlich auch einblenden, dass das Spiel random generierte Namen vergibt. Also man erstellt so ein Mammut oder was auch immer für ein anderes Tier. Und dann sagt das Spiel, ja, der heißt jetzt Victor, der heißt jetzt Bubbles, der heißt jetzt Fridolin. Und so auch hier geschehen bei den Mammuts. Wir gucken mal rein. Zwei Männchen, drei Weibchen. Dima! Dima und Max, oh Gott! Wir kreieren Rocket Beans. Nochmal als Mammuts. So, jetzt gleich kommen Lisa, Sophia. So, mal gucken. Das war jetzt bitte keine Mara. Drei Stück. Dem hier. Das ist so eine Attraktion. Was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch jetzt nicht ernst. Die heißen ja wirklich Lisa und Sophia. Das ist doch nicht euer Ernst. Ups. Was? Die Wahrscheinlichkeit hätte ich gerne mal ausgerechnet. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich sage, jetzt kommen Lisa und Sophia und die zwei Mammuts heißen exakt so. Das war doch reingeprankt. Pilotfolge. Das kann doch nicht echt sein. Oder? 70%. Okay, jetzt kriege ich hier Prozentangaben. Das muss auf jeden Fall rein. Also das habe ich... Das ist unfassbar. Was? Das ist unfassbar. 50-50, entweder es passt oder es passt nicht. Du musst natürlich wissen, wie viele Namen das Spiel random vergibt. Aber das werden auch schon sehr, sehr viele sein. Dass exakt die auch noch in der Reihenfolge... Ach komm, hört auf. Das ist doch reingeprankt. Das braucht man auf jeden Fall drin. So. Es vergibt mehr als drei Namen, ja, das stimmt. Ich wäre direkt Lotto spielen gegangen. Entwickler sind Rocket Beans Fans. Es war aber wirklich nur hier so, weil ich, dann dachte ich auch, dann gab es mittlerweile die Theorie, dass irgendwie das Spiel auf irgendwelche Namen zugreift, am PC oder was auch immer. Aber von den anderen Tieren war es ja völlig random. Also hießen die ja dann Bubbles oder so. Wenn jetzt alle Tiere dann plötzlich irgendwie Arno und Nils Giesen hätten oder so, dann hätte ich ja wenigstens noch was gewusst, dass ich mir mit dem Spiel einen Trojaner runtergeladen habe. Dann hätte ich ja wenigstens mal Proof gehabt. Aber es war wirklich nur bei den Mammuts so, dass die dann plötzlich alle hießen wie Rocket Beans Leute. Okay, jetzt sind wir hier bei Simon angekommen. Was Simon in seinem Stream gemacht hat. Bin mal gespannt. Bubbles, so heißt doch dein Bruder. Mit der Reihenfolge dann noch 1 zu 2500. Wer bietet mehr? Dateien ausgelesen. Der T-Rex Lohnsteuerbescheid 2021. Los geht's. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. Die Namen kamen auch in der Reihenfolge, richtig, ja. And I have never known defeat. Ach komm ey. Echt, Leute? Okay.
So, jetzt kommen ein paar Elden Ring Sachen. And I have never known defeat. Ja, mal gucken. Wir gucken mal noch in die anderen Clips rein von Elden Ring. Weil so stelle ich mir jeden Bosskampf am Anfang vor, dass man erstmal sofort stirbt. Was so stark wie der Weihnachtsmann. Aber die Lache ist halt auch nicht schlecht, das stimmt. Halt die Fresse! Ich will's nicht hören! Dein dummen Scheiß! Ich will ihn nicht hören! Geh weg! Geh weg! Verpiss dich! Alter! Du warst auf jeden Fall warst du nicht stark genug! Da kannst du aber mal, kannst du mal schön den Kloß. Ich bin so pisst auf dich! Ich bin so pisst auf die Frau! Danke, Technik-Wikinger. Ey, ich muss jetzt aufhören. Ich muss aufhören, sonst ich werde wahnsinnig. Ich sterbe sonst hier. Ich sterbe wirklich hier. Ich kann keine einzige Sekunde kann ich dieses Spiel weiterspielen. Ich flippe. Danke, Lord Blackmore, für dein Abo. Genau der richtige Moment, jetzt, wo ich gerade überhaupt nicht in den Chat gucken kann. Ah, nein! Lass mich! Lass mich! Nein! Nein! Ich akzeptiere es nicht! Holla die Arschfee! Hoffentlich platzt dir das linke Auge und die Scheiße läuft dir in den Rücken! Uiuiuiui! Es kotzt mich so sehr an, es kotzt... Oje, oje! Die Arschfee nehmen wir uns mit. Nein! Ich akzeptiere es nicht! Holla die Arschfee! Hoffentlich platzt dir das linke Auge und die Scheiße läuft dir in den Rücken. Zack. Warum spielen so viele das Game? Für mich wäre das auch nichts. Ich würde auch so ausflippen. Aber schon, wenn das nicht beim zweiten Mal. Na, nee, so schnell nicht. Ich glaube, das war der Stream, wo Simon sogar noch am nächsten Morgen schlecht gelaunt war, deswegen. Oh Gott. Ich dachte, er hätte sie hier besiegt. Ich bin schon bei Fessi Fessi räumt auf. Fessi räumt auf. Größer Elden Ring. Ich hab's gesagt. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ich will's nicht hören! Dein dummen Scheiß! Ich will ihn nicht hören! Geh weg! Geh weg! Verpiss dich! Ich bin so pisst auf dich! Ich bin so pisst auf die Frau! Der Kampf ging 4 Stunden. Oh! Danke, Technik-Wikinger. Ey, ich muss jetzt aufhören. Ich muss aufhören, sonst ich werde wahnsinnig. Ich sterbe sonst hier. Ich sterbe wirklich hier. Ich kann keine einzige Sekunde, kann ich dieses Spiel weiterspielen. Ja, vielleicht nehmen wir das, weil ich bin mir auch nicht sicher. Okay. Was gibt's jetzt hier? Pokémon-Karten? Der große Moment, an dem ich mal meine Karten zeige. Ich weiß überhaupt nicht, ich weiß, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich zeige sie einfach mal alle durch. Ich weiß auch nicht, ob sie spektakulär sind. Also, wenn wir Turtok, heißt ja so, dann haben wir Glurak, dann haben wir einen Raichu, dann haben wir eine Vulnona, dann natürlich den Mewtwo, ein dunkles Arbok,
ein Quappo. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendeine komische Trainerkarte, die garantiert gar nichts. Dann Rhyhorn. Dann habe ich noch so eine Trainerkarte. Dann habe ich noch so ein Rhyhorn. Dann habe ich noch so eine Trainerkarte. Und dann habe ich noch so ein Rhyhorn. Mehrere hundert Euro wert. Und dann habe ich einen Zapdos. Und dann habe ich einen Garados. Ja, das sind meine Pokémon-Karten. Ich habe offensichtlich keine Ahnung davon. Ich packe sie jetzt alle wieder in diese hochspezialisierte, gegen Diebstahl geschützte Alarm kriegen. So, aber jetzt kommt der große Moment, an dem ich mal meine Karten zeige. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich zeige sie einfach mal alle durch. Ich weiß auch nicht, ob sie spektakulär sind. Also, wenn wir sau cool, aber nicht lustig, sagt Brooklyn Joe. Da gibt es auch eine Reaction von Wir drauf. Zapdos zu Sams Challenge Reinkarten. Witzig war, dass er so geile Karten hatten, keine Ahnung davon. Aber ich glaube, das. Er muss wirklich dann die Preise dazu einblenden, ne? Nee, würde ich eher rausnehmen. Oh, jetzt haben wir Wirt vielleicht. Und schick mir deine Karten! Simon Kretschmer! Pack deine Karten in eine Tüte und schick sie mir und ich grade sie dir und gebe dir dafür 5 Euro. USB-mäßig angeschlossen und ich glaube, graden? Dass das dazu führt, dass die irgendwann einfach abbricht. So, seht ihr? Ne? Und das ist ein geiles Bild. Ach so. Ein geiles Bild mit diesen geilen Schlafbeulen. Ja, das ist das Bild, was ihr seht, wenn ihr Sex mit mir habt. Das ist mein Sexface. Ah, ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das schädigt mein Image. Es schädigt mein Image, dieses Bild. Es muss weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es muss schnell. Ich muss umschalten. Das ist euch dann immer noch. Oh Mann, diese Kamera, ey. Ich hatte auch schon mal gute Kameras, die haben funktioniert. Aber das hier geht ja gar nicht. Müssen uns. Ja, es ist auch verstörend. Ricky weint schon wieder. Distanzieren wir uns oder schneiden das rein? Was sagt denn Brooklyn Show? Was Simon manchmal raushaut, ja. Aber die Frage ist halt, ja. Du schneide, wir distanzieren. Ja, so läuft das hier nicht. Brooklyn Show fand's schon gut. Nur die Geräusche. Oh, ich bin mir nicht sicher hier bei der Nummer. Wir haben schon den Lustmolch drin. Sexy Best of Clips. Der Lustmonat. Ich sag euch ganz ehrlich, bei dem hier weiß ich nicht. Wir nehmen es erstmal mit, aber es kann sein, dass es jetzt nächste Woche noch wieder rausfliegt. Lieber was von Monkey Island. Ja, nicht nur von Simon, denn so quatschige Sachen drin. Ja, BTV steht für Qualität, nicht für Anstößigkeit. So, weiter geht's. Wir müssen uns überlegen, wie wir an Geld kommen, um uns ein Schiff zu kaufen. Ich habe keine Ahnung. Ede und Simon auf der Suche nach einem neuen Job. Kann nur auf der Suche nach viel Geld. Das ist ja eine Story of our life. Klassiker. Sollte ich auf keinen Fall verpassen. Nächstes Mal, wenn es wieder heißt, yeah, Adventure Time mit Monkey Island 1. Gut, das ist jetzt natürlich wieder ein Insider. Da kann ich ja jetzt nicht wieder das Telefongespräch rausgraben. Verstehen nur 40% der Zuschauer. Ja, das ist so insiderig. Selbst Küchenhubert hat's nicht verstanden. Der hat schon 3 Best-ofs mit den 40% geschnitten. Ach, das war wieder von Cynerus.
Ich hoffe, du hast noch einen anderen Clip dabei zu Daenerys. Prozent Geschichte ist kein Schildkrötentanz. Ja, wir gucken am Ende mal, was Daenerys alles eingereicht hat. Wenn es jetzt nur der eine Clip war, dann ist es natürlich schwierig. Okay, hat das kein so nicht. Sound? Doch. Er hat die Regie Spaß. Die Wahl darauf, dass ich einpenne, weil ich bin, heute ist Pre-Oscar-Nacht. Ich bin um 6:30 ins Bett. Ich bin sowas von müde, dass ich so merke, wie mir so langsam gerade ist hier so eine muckelige Open. Ah ja, oder so. Wenigstens hat die Regie Spaß. Die müssen sich auch verarscht bekommen, wenn sie das Best aufgucken, oder? Ich mache immer so nur so Quatsch mit Eddie und Nils vor allem. Aber ja, so ist das, wenn man die Macht hat. So ist es, wenn man die Macht hat und ich habe die Best of Macht an mich gerissen und schneide alles so, wie es mir gefällt. Er hat die Regie Spaß. Die Wahl darauf, dass ich einpenne, weil ich bin heute ist Pre-Oscar-Nacht. Reaction auf Nils Witz. Ihr könnt nicht bei jedem Clip sagen, das ist eine Reaction auf Nils Witz. Also so viele Nils Witze haben wir jetzt auch nicht. Wir gehen erstmal hier weiter. Was haben wir noch von den beiden? Monkey Island ist ein bisschen was. Open. Ah ja, oder so. Man, that's heavy. Filled, no doubt, with golden jewels. Hey, look, a piece of paper. And some cinnamon sticks. Zimt und, da ist der, hier ist nämlich jetzt das Rezept. Ich sag's dir, wir sind fast fertig. Das Gute ist an dem Rätsel und an der Mission, dass es halt nur dieses kleine Gebiet ist, finde ich. Jetzt gehen wir in den Lagerraum, nehme ich mal an. Ist das so eine Supercut oder was? Hey, look, a piece of paper. And some cinnamon sticks. Zimt und, da ist der. Oh, mein Magen. Hier ist nämlich jetzt das Rezept. Ich sag's dir. Das geht aber jetzt nicht. Du kannst jetzt nicht hier knurren. Wir haben noch ein bisschen was zu schneiden, bevor Feierabend ist. Und ich mir 5 Bier reinschütte. Ich trinke kein Bier. Okay, das müssen wir uns jetzt merken. Achtung. Einmal rum. Einmal auf Viertel vor. Zurück auf Viertel vor. Auf halb. Willst du es nochmal machen, damit ich es ganz filmen kann? Oder wenn wir das so merken? Also, einmal komplett rum. Ja, und dann einmal Viertel vor. Einmal zurück, Viertel vor. Dann. I think I just like to browse. Okay, but don't put your lips on anything. Komm, mach nochmal, dann kann ich ihn nachfragen. Jetzt geht's gar nicht mehr. Klar. I think I just like to browse. Oh, be my guest, Fancy Pants. Geht's wirklich nicht oder muss vielleicht nochmal rausgehen? Das ist, glaube ich, zu lang. Nächsten angucken. So, ist drinne. Was brauchen wir noch? Ey, was eine Erfindung eine Kanone ist. Ich muss da immer irgendwie drüber nachdenken. Das ist einfach ein Rohr, die haben gesagt, ey, wie können wir diesen Boom Boom, wie können wir den in eine Richtung lenken? Ja, wie können wir Boom Boom machen? Ja. Das macht Boom Boom kaputt die Gegner. Und dann bauen sie dieses Riesenrohr, wahrscheinlich gut davor Hunderte, die einfach explodiert sind. Irgendwann hatten sie richtig mächtiges Boom Boom und dann eine das Boom Boom hält. Ich finde es mega krass, so Menschen sind so weird, oder? Ja, gerade wenn es um die Erfindung von Waffen geht. Ja. Jetzt haben wir hier Boom Boom und was ist das? Was brauchen wir noch irgendwas? Tintenfass. Boy, it sure is hot here. Aha, also heiß, hot, wie sagt man, Hot Spring? Hot Springs fand ich schon ganz. Ja, so eine Mann. Heißspringe. Was heißt denn Spring? Eine Heißspringe. Quelle. Ja, so eine Heißspringe. Den Fluss, das Wasser meinst du? Also, ja, das warmes Wasser wollte ich einfach nur sagen. Nein, ich weiß schon, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie heißt das? Spring, ne,
Therme. Du, ja, du meinst wie diese Affen, die in diesem Whirlpool abhängen. Genau, ja, genau. Sowas. Das aber die sind, glaube ich, weiter oben. Das sind dann so kleine, so wirklich so Pools. Ja, genau, die so blubbern und so. Aber ich würde hier trotzdem gerne schwimmen. Wir sitzen in einer heißen Springe. Okay, das finde ich auf jeden Fall das Beste von denen. Der erste Junge ist Heißspringer. Eine heiße Springe. Oha. Tja, das ist jetzt natürlich die Frage. Versteht man das hier, ohne die Folge gesehen zu haben? Guck mal bitte alle im Chat, die nicht die Name the Game-Folge gesehen haben mit Colin und Tim, mal sagen, ob sie das jetzt hier verstehen. Wie lange brauchst du so, um mein Monatsbestoff zusammenzuschneiden? Das ist sehr unterschiedlich. Also je nachdem, wie viel Arbeit ich da investieren will, kann das schon mal 2-3 Tage dauern. Also nach der Auswahl hier. Moment. So, seid ihr bereit? Alle, die es nicht gesehen haben jetzt. Jetzt melden sich mal alle schlechten Menschen mit einer 1, die es nicht gesehen haben. Nee, ich spiel's mal ab. So, los geht's. Gezogen, ne? Toll. Also, richtig, jetzt weißt du mal hier, Bonus. Star Wars. Während du noch mit. Und das ist dann und dann rausgekommen. Jetzt gleich nenne ich den Titel Star Wars. Punkt einkassiert. So, war doch eine schöne Geschichte. Leck mich doch an. Boah. Aber war gut. War schön. Macht Spaß. Also jetzt, wenn man gewinnt, macht Spaß. Ja. Also, ich hätte auch, wenn ich verloren hätte, hätte ich auch Spaß gehabt. Hätte ich nur nicht zugegeben. Glaube nicht. Ups, die Kamera läuft noch. Hauptsache gewinnt. Checkt man das? Hab's nicht kapiert. Verstehe ich nicht. Nee, hofft man nicht. Raus damit. Zack, weiter geht's mit. Das ist aber. Hat hier irgendwas an dem Kontrast anders eingestellt? Das wirkt so leblos hier bei Nils Bohmhoff. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, dass du das nicht hast. Frodo, mach was! Sorry, Leslie, jetzt auch noch mit der Feuerbombe. Nein! Das ist die beste Bombe der Geschichte. Was ist passiert? Das ist ja unfassbar! In der fucking Luft mit einer Banane am Arsch! Haust du mir eine Bombe hin oder was? Lol. Oh, richtig schlecht. Oh, never! Denzel, du bist der Teufel, ey. Du bist so ein Teufel. Nee, das ist kein Zufall. Diese Bösartigkeit in der Dimension, in der... Was? Okay, das passt zu dem anderen, was wir schon haben. Wie geil bin ich denn überhaupt? Oh, wie geil war das denn? Was hat er denn gemacht? Frodo! Wie ich dich weggesniped hab! Wie geil bin ich denn überhaupt? Oh, wie geil war das denn? Frodo! Ich hab keiner reagiert. Kann er so ein Mario Kart Super Cut machen? Ich war recht, alles gut. Ich hab das gesehen. Das war böse. Oh yes. Ich liebe es. Ich konnte aber auch nicht mehr lenken da. Ah, das war das. Das haben wir schon. Nee. Hast du mich eben gerade abgeschossen? Nee, du bist so nach mich rangekommen. Oh, stopp. Nee. Hast du mich eben gerade abgeschossen? Nee, du bist so nach mich rangekommen. Wirt, du Hodenkobold! Wieso? Du hast doch gerade eine Tute gezündet, oder? Lol, als ob man da das reinfallen kann. Jetzt ist jemand an die Kacke! Oh, ich hab zu sehr gekuschelt, sorry. Sehr gut, Neo. Bruder, hast du mich eben gerade abgeschossen? Nee, dann bist du nach mich reingekommen. Wirt, du Hodenkobold! Wieso? Du hast doch gerade eine Tute gezündet, oder? Lol, als ob man da das reinfallen kann. Was hier beleidigen könnte man doch. Spielt eine romantische Musik. Das ist super. Ein kleiner Goblin daneben, der eine Kazoo spielt. Oh, kriegen wir das mit? Das ist romantisch genug. Das soll ja läuft. Bleib stehen, trippel dann so ein bisschen von einem Fuß auf den anderen. Und geh dann. Sag ich jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt reinkomme. Rückwärts aus dieser Szene wieder raus. Das war's, ja. Willst du den haben, den Lenz? Nein!
Nimm mal! Na, oh. Nein? Nein, Erika beißt mich. Vielleicht macht man das von Frau zu Frau. Was heißt das? Ganz süß das Nestschutzchen bringen, so zu ihr. Der Goblin setzt wieder an, um die Melodie zu spielen. Sieht sie den so? Muss dir leider eine ganz. Das ist dein Nestschutzchen. Diese Scheißkissen. Er spielt Kasu weiter, ne? Also auch in dieser tragenden Situation, ja. Ist das seiner? Das ist seiner, ja. Wir haben, also, woher habt ihr ihn her? Was ist passiert? Wir haben ihn in letzten Atemzügen gefunden. Was soll das heißen? Er ist tot? Er ist tot, ja. Und sein letzter Wille war, dass ein Lendenschutz heil behält. Das tut mir so leid. Ich stupse den Kopf an. Mann! Ihr müsst eine ganz besondere Beziehung haben, wir beiden. Eher so Soulmates, ne? Kann Erika ihr das zum Augenwisch streichen? Also, Erika ist noch tot. Sie ist komplett Tränen überlaufen. Ich würde sie auch mal in den Arm nehmen. Wenn sie mich das lässt sie zu, ja. Ja, lässt sie zu, okay. Mhm. Woher habt ihr? Fängt zu frieren. Voll hübsch. Wenn wir den Goblin haben, der auf dem Kazoo jetzt... Wenn wir den? Eine Battle-Musik. Die hat das überlebt, ja. So bei dem ganzen Die hat das überlebt, ja. Die Spinne ist doch sehr stark. Willst du ein Haus machen? Und mir einen Mayhem-Punkt geben. Ich werfe noch meine Granate. Hat die auch Kryo-Schaden, ne? Nein, die hat Schockschaden. Okay. Wir mixen das jetzt. Also du siehst auf jeden Fall, die hat kein Schild. Das kannst du sagen. Hat der Erdschild auf der Bühne ein Schild? Dazu müsstest du ihn anschießen. Aber die hat kein Schild. Also würde der Schockschaden nicht viel bringen. Finden wir es raus, ich werfe einfach mal die Schockgranate auf den Typen auf der Bühne. Okay, das ist ein Schild. Wäre ebenfalls mal plus Accuracy, bitte. 18. Gut, trifft. Und du darfst den Schaden von der Granate machen. Das heißt, ich leide natürlich auf einem Knie. Ja, am Ende meiner natürlich. Bewegung schieße, lass das Gewehr dann sinken, greife zu meiner Granate und ein D8. Ja. Würfel. No. Und der ist dabei. Da. Ein Schaden. Liegt im Hohen und macht 8 Punkte Schaden. Yes. Tatsächlich hat er ein Schild, es macht 16 Schaden. Ja, ist nicht hingekommen. So. Mhm. Und es zerbricht aber nicht. Sondern du siehst, wie das Schild aufflackert, die elektronischen Blitze aus der Granate sich über seine Oberfläche ziehen, aber er weiter steht. Und er guckt dich entsetzt an. Sie wollen also nichts kaufen, ha? Granaten? Ich steck mir zumindest ein Ohr, mit dem anderen halte ich noch mein Gewehr in den Finger. La 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 la. Meine Kreditkarte ist überzogen. La 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 la. Aber du bist... Okay, hier habe ich komplett nichts verstanden in dem Clip. Also da habe ich nicht mehr mit dem Kazoo verstanden. Also das habe ich schon verstanden, dass der Kazoo spielt, aber den ganzen Clip da nicht. 9. Okay, du triffst ihn einmal heftig. Was für einen Elementarschaden machst du? Eis. Und er friert langsam ein. Und dann gebe ich dir einen Mayhem-Punkt, um noch auf den Kazoo-Goblin zu schießen. Oh mein Gott. Du drehst dich einmal um und ihr hört nur rein. 19. 19. Und dann ein leises. Der Kazoo-Goblin bekommt aber die 21. Der Kazoo-Goblin stirbt alleine auf dem Deck. Der Refrain war doch noch gar nicht. Aber. Ja. Der Song war noch nicht zu Ende. Gut. Bist du jetzt erleichtert? Okay, da stirbt dieser Kazoo-Goblin. Ich würde vielleicht kurz am Anfang dann diesen Lachanfall. Das romantische dann. Musik. Das ist super. Spielt eine romantische Musik. Das ist super. Ein kleiner Goblin daneben, der eine Kazoo spielt. Oh. So, zack. So, weg damit. Ganz süß diesen Nennschutz hinbringen, so zu ihr. Der Goblin setzt wieder an, um die Melodie zu spielen. Sieht sie den so? Muss dir leider eine ganz. Das ist ein Lenschutz. So. Muss dir leider eine ganz. Das ist ein Lenschutz. Diese Scheißkissen. Er spielt Kasu weiter, ne? Also auch in dieser tragenden Situation, ja. Ist das seiner? Das ist seiner, ja. Wir haben, also, woher habt ihr ihn her? Was ist passiert? Wir haben ihn. In letzten Atemzügen gefunden. Was soll das heißen? Er ist tot. Er ist tot, ja. Und sein letzter Wille. So, warte mal hier. Auch in dieser tragenden Situation, ja. Was soll das heißen? Er ist tot. Er ist tot, ja. Und sein letzter Wille war das. Vielleicht einfach, wo er fragt, er ist tot und lacht sich kaputt. Was soll das heißen? Er ist tot. Er ist tot, ja. Und sein letzter Wille war das. Lendenschutz heil. Oh. Das tut mir so leid.
Ja, komm, das kriegen wir schon hin. So, zack. Das Lachen als Reaktion auf die. So, jetzt ist Schluss. Wenn hier jetzt noch einmal vorgeschlagen wird, irgendwas ist Reaktion auf Nils. Dann geht's aber rund. So, jetzt sind wir hier endlich mal bei Klicks. Ich habe hier noch keinen Waller gesehen, hier, der letzten 2,5 Stunden. Keinen einzigen Waller. Ach du Scheiße. Warum sind wir denn heute so langsam? So, wer ist jetzt heute das erste Mal dabei? Wer slowt uns hier so down? Irgendeiner von euch macht uns hier gerade richtig langsam heute. Chat ist massiv unterwallert. Küchenhubert. Sin Chili. Jandulas Orbit. Noctis. Hier sind einige zum ersten Mal dabei. Und das Tempo ist massiv gesunken, sag ich nur mal so. Nach 2,5 Stunden haben wir die Hälfte. Normal. Bisschen fixer. Ihr habt mich ein bisschen abgelenkt mit eurem Ganzen. Vielleicht ist es auch hier die Donnerechse, die mich immer wieder ablenkt. Das sind diese Neulinge. Gucke, du bist fürs Niveau da. Wo bin ich? Feralis. Das fragen wir auch manchmal. Wer wallert, hat die Qual. Du hast am Anfang gesagt, wir haben Zeit. Das war der Fehler. Das kann sein. Das kann gut sein. Warum eigentlich Donnerechse? Hast du den Hund mal gesehen? Also ein anderes Wort fällt mir dazu nicht ein. So, jetzt kommen hier die zwei Chaoten wieder. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. 449! Cheater, ich wollte auch... Wow! Wow! Ich geh nochmal drunter. Wie viel Öl muss man pressen, damit man dass sich drunter. Das lohnt? Das lohnt sich doch. In keinem Leben der Welt kann man genug Öl pressen, damit sich das lohnt. Nee. Damit du 1 Euro sparst, wenn du Mandeln kaufst, anstatt Mandeln. Vor allem... Hä? 449! Cheater, ich wollte auch... Wow! Wow! Ich geh nochmal drunter. Wie viel Öl muss man pressen, damit man dass sich das lohnt? Das lohnt sich doch. Da haben wir schon Besseres gesehen von Ziffern. Sag doch mal Tschüss. Tschüss, Leute. Lasst ein Like da. Schau mal's gut. Kackdei. Guck mal, das ist sowas fürs Outro. Da war jetzt kein Waller dabei, ne? Muss ich nur mal so sagen. Wir haben bisher noch keinen Waller dabei gehabt. Intro für Sautro. Oha, oha, jetzt haben wir ja einiges von Wirt. Jetzt müssen wir bei Wirt ein bisschen gucken. Dort kann es ziemlich rau zugehen. Oh, ich bin gespannt, was hier für Musik läuft. Ach ja, bei Ziffern ist er ja nicht. Ist sie? Da haben wir doch schon sofort was, was wir mit dem Kazoo-Kobold mischen können. Zack. Passt doch sofort. Den blende ich ein dazu. Oh nein. Ich bin down. Pilzgefährte, hilf mir! Ah, ja, Pilzgefährte! Mal, wo wir sind. Pilzgefährte, beleb mich wieder. Schlecht. Pilzgefährte! Ah! Hat er dich wiederbelebt? Ja, hat mich wiederbelebt, aber ich bin in Lava gefallen. Ah! Oh, fail. Hat er dich wiederbelebt? Ja, hat mich wiederbelebt, aber ich bin. Okay, das war ja mega fail. Oh nein. Und ich bin down. Pilzgefährte, hilf mir! Das ist die Gaming-Ikone Hamburgs. Das ist der Wirt, von dem alle reden in den Zeitungen. Drüber, oh lol, okay. Oh nein! Da ist ein Baum! Oh. Nein! Welcher Mensch hat diesen Roten geschossen? Ey, das kann nicht sein! Ihr seid so schlechte Menschen! Ihr seid alle so schlechte Menschen! Ey, das war die ganze Erste! Oh lol, okay. Oh nein! Da ist ein Baum! Nein! So, sie ziehen alle vorbei, aber das finde ich noch relativ normal, okay, wie es am Ende passiert. Also bei Nils waren schon weirde Sachen dabei. Was ist denn hier wieder los?
Ich glaube, ich muss einmal eine kurze 5-Minuten-Pause machen. Die Donnerechse hier so rumschleicht, als müsste sie mal dringend raus. Mal eben 5 Minuten draußen und dann wieder da. Be right back. Was ist das denn?
So. Das ging doch flott. Kann ich mal hier wieder rüber gehen? Zack. Ach, war überhaupt keine Hintergrundmusik. Ich dachte, die ist der Mann. Ah, Lapidarius ist jetzt auch am Start. Ja, das war flott. So, jetzt kann er nichts mehr sagen. Also jetzt hat er alles. Er hat Essen, Trinken, war gerade noch schnell draußen. Jetzt kann man wirklich nichts mehr sagen. Okay, weiter geht's. Ach so, wir waren ja gerade hier bei dem Clip, wo ich meinte, dass das noch ein relativ normales Finish ist, oder? Gucken wir, ob wir auch alles von Nils damit reinnehmen. Sonst haben wir ja wirklich 5000 Mal Mario Kart. Hier drüber, oh lol, okay. Oh nein. Da ist ein Baum! Nein, 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 welcher Mensch hat diesen roten... Feralis 81 hinter Uli, auch wieder mit am Start. Herzlich willkommen. Normales Finish, Onxetoy. Nach Hubert. Er sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Gräselein. Plättelein. Das erzählt er hier die ganze Zeit. Weiß nicht, wo er das aufgeschnappt hat. Oh shit. Actually gar nicht mal so dumm. Das ist nicht dein Ernst, wird. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Aber es hat geklappt. Das beschwöre ich nicht. Warte. Pass auf, ich spring hoch und du landest auf dem Schiff, okay? Bist du ready? Okay. Abflug. Ich bin drauf. Oh mein Gott. Das hat wirklich funktioniert. Der hat mich einfach hochgeboostet. What? Ich komm auch. Ich bin jetzt eine Eule. Soman 32, yeah. Herzlich willkommen. Guck mal, wir sind... Nils, die sind bei dir. Nils. Hast du mitgekriegt, ne? Yes. Das ist nicht dein Ernst, wird. Das ist nicht... Oh shit. Aber das finde ich gut. Versteht ihr das? Dass die so Gegenstände spielen und entdeckt werden müssen? Actually gar nicht mal so dumm. Das ist nicht dein Ernst, wird. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Versteht man, ne? Actually gar nicht mal so dumm. Hast das ist nicht dein Ernst, wird. Versteht man? Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das beschwöre ich nicht! Warte, pass auf, ich spring hoch und du landest auf dem Schiff, okay? Bist du ready? Okay. Abflug. Ich bin drauf. Oh mein Gott! Das hat wirklich funktioniert. Der hat mich einfach hochgeboostet. Sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Zack. Das ist doch auch dieses Missspiel. Selber. Hätte ich Bock drauf. Was ist das für ein Spiel aus der Hölle? Halt die Fresse, Junge. Halt einfach mal die Fresse. I need someone. Level 2. Wir eben schon? Schon wieder ein Auto. Wir haben sehr viele Autos hier. Gucken, ob wir das noch bei dem anderen unterkriegen, ob man das versteht. Autoception. Dort kann es ziemlich rau zugehen. Oh, ich bin gespannt, was hier für Musik läuft. Hä, bin ich blöd? Das habe ich doch gerade eben gehabt. Ja, Hammer doppelt. Okay, kämpfen um die die Trophäe. Ja, auch das. Ich glaube dann... Ey, besser Bogen 10 als Bogen 9, sage ich immer. Bestimmt, das hat er. Ja. Ja, da hat er den Bogen raus. Muss nur aufpassen, dass er den Bogen nicht überspannt. Zahlen lügen nicht. Ja. Ja, dann bin ich in Stimmung.
Maß. Kure waren im Amt on fire. Die Trophäe. Ey, besser Bogen 10 als Bogen 9, sag ich immer. Bestimmt, das hast du ja. Ja, da hat er den Bogen raus. Muss nur aufpassen, dass er den Bogen nicht überspannt. Zahlen lügen nicht. Irgendwas von Walheim brauchen wir auf jeden Fall. Da kommt noch ein bisschen was. Mach rein. Was ist denn hier los? Mach rein, Dennis, und dann wollte ich. Warte, wir machen noch einen Dreier-Dance. Machen wir gleich, ja. Okay, Walle, komm rein. Ja. Walle, komm rein. Zum Mitmachen. Hier, du musst dich da hinstellen. Pass ich noch ins Bild? Ja, geht mal ein Stück weiter nach rechts. Ist doch gut. Ja, aber da ist noch ein bisschen Platz. Aber ich bin doch hier in der Wand. Willst du mich verarschen? Nee, ich will nicht in einer Reihe. Hinter ihm. Ach, Mann. Aber was? So, was tanzen wir denn jetzt? Den gleichen. Er macht Gepor. Ach so, die ist weg. Ich zeig's euch. Guck genau hin. Okay. Walle, du musst das gleiche machen. Wie geht denn der eigentlich? Ich glaube, ich bin der schlechteste Tänzer hier Spaß in der Runde. Oh Gott. Okay, nee, das kann ich. Okay, das ist cool. Die Ränder dancen wieder. Das ist einfach geil. Ja. Was ein geiles Ende. Nee, okay. Die wollte ich was machen. Deine Pizza, hol die ran. Bleib da stehen. Hinter ihm. Ach, Mann. Aber was? So, was tanzen wir denn jetzt? Den gleichen, er macht Gepor. Ach so, die ist weg. Ich zeig's euch. Guck genau hin. So, erstmal Walle wegschieben. Walle, du musst das gleich machen. Wie geht denn der eigentlich? Ich glaube, ich bin der schlechteste Tänzer hier in der Runde. Ich glaube, da werde ich einfach andere Musik runter. Okay, nee, das kann ich. Okay, das ist cool. Die Ränder dancen wieder. Das ist einfach geil. Da muss noch irgendwas mit angestellt werden. Zack. Aber hier ist noch ein Dir. Da muss ich erst hin, wenn ich die Rehköpfe habe. Ja, Dirs ist zu jagen ist natürlich auch so eine Sache. Das ist mit Bogen schon was einfacher, weil die laufen schon vor einem weg. Alter, die Kamera! Bleibt überall hängen! Ne? Der arme Nakitu! Da sagt die Kamera auch. Oh dir. Alter, oh dir. Oh boy, oh boy. Also ich frage mich, wer hier mehr Schmerzen zubereitet. Ja. Ah, oh, schön, da sehen wir es schön. Okay. Da wieder Richtung. Also, dieses Jahr Weihnachten wird ein. Ach, da ist der andere. Nein! Nein. Nein. Okay, es können zwei Bosse beschworen werden. Hey, ist ja eigentlich mega gut. Oh, sie könnte ihn zu Krogi bringen und der bringt. Das versteht man, glaube ich, gar nicht, oder? Wenn man das nicht gesehen hat, versteht man das so null. Soll ich das denn erklären? Das habe ja nicht mehr ich verstanden, was es bedeutet, wenn der Balken auftaucht. Der schreit im Hintergrund, der schreit diese kleine Person hier. Nein! Nein. Okay, es können zwei Bosse beschworen werden. Hey, ist ja eigentlich mega gut. Oh, sie könnte ihn zu Krogi bringen und der bringt. Ja, gut. Boah, ich befürchte, das kann man wirklich nicht. Wie soll man das erklären? Wie erklärt man denn, dass man in dem Spiel eigentlich nur einen von diesen Weihnachtshirsch-Endbossen beschwören kann? Oder dachte ich? Und dann wird ein zweiter beschworen und der ist jetzt auch noch hinter mir her, nachdem der erste mich die ganze Zeit gejagt hat. Das kannst du doch null erklären. Hey, ist ja eigentlich mega gut. Oh, sie wird ein Ach, da ist der andere. Beide Beschwörungen davor schneiden, aber selbst dann. Das Nein als Reaktion. Nein! Nein. Okay, es können zwei Bosse beschworen werden. Nein. Hey, ist ja eigentlich. Boah, das ist zu aufwendig. Leute, das ist zu aufwendig zu erklären, befürchte ich. Brooklyn Joe hat gesprochen. Das ist leider, das ist für alle, die dabei gewesen sind,
Ist tatsächlich sehr lustig, aber das ist kaum zu erklären. Ich hab schon einiges an Erklärungsbedarf damit mit den Dubis-Sachen. Dieser riesige Koffer hier. Ach, jetzt sind wir bei, wo sind denn alle so? Das ist einfach zu erklären, Verstecken spielen. Diese riesige Andreas-förmige Koffer hier. Also Leute, das ist doch wirklich... Moment mal. Ich habe die ganze Zeit mich selbst gesucht. Jetzt, wo ich mich gefunden habe, brauche ich dir eine. Hab ich dich. Leute, wir machen hier Schluss. Ey Leute, wir haben beschlossen, die Sendung abzubrechen, weil ich einen philosophischen Durchbruch hatte. Ist ein bisschen kürzer machen? Ich habe die ganze Zeit mich selbst gesucht. Ja, das reicht, glaube ich, schon. Den brauchen wir auch. Schön in der Slow-Mo machen wir den. Gar nicht schlecht. Ah, oh Gott! Da haben wir ihn doch! Guten Morgen! Aha, guten Morgen. Wen haben wir denn da? Wie geht? Da haben wir ihn doch! Guten Morgen! So, den nehmen wir jetzt. Jetzt kommt hier sehr, sehr viel davon. Wie geht? Alter, wie geht man nicht? Das ist jetzt hier. Ey, Fenster brauchen wir nicht. Marc? Marc, wir haben. Oh! Was war eine Falle von Anfang an? Na gut, nehmen wir vielleicht doch. Marc? Ja, das zappelt. Marc? Marc, wir haben. Oh! Was war eine Falle von Anfang an? Er hat mich gekriegt. One. Okay, nehmen wir doch. Weiter geht's. Wo sind wir jetzt angekommen? Oh, da sind wir wieder. Ins Netz wie ein Baller. So ein offenes Fenster, das zieht natürlich so ein FDP-Billy, da will der sofort raus. Mann. Hi! Halt die Fresse! Warum? Ich mach mir nach Hause! Nein! Oh Gott. Okay! Hubert, was willst du? Lego. Heißt deine Hubert? Hubert, was willst du? So stelle ich mir den Küchen-Hubert auch in echt vor, eigentlich. Mit so einem Pflaster über der Nase. Hi. Halt die Fresse! Warum? Ich mach mir nach Hause! Nein! Oh Gott. Okay. Boah, also Pen and Paper Sachen sind super schwierig. Verstehe ich nicht. Ich glaube, dann nehmen wir eher das andere mit dem Kazoo-Ding. Das kann man besser verstehen. Oh Gott, jetzt geht's hier wieder weiter. Lege unnötige Sachen ab. Ich finde gut, wie er seine Samen für später irgendwie speichert. Und ey, ich finde, Krogi spielt das richtig, richtig gut. Krogi spielt, wirklich. Also willst du sagen, Krogi hat eine Samenbank? Gibt's auch irgendwie das Gegenteil von Dad-Jokes? So irgendwie, nee. Also, ja, die Onkel-Jokes. Den Einsatz und den Ehrgeiz von Simon, der sich todesmutig als erstes dem Boss gestellt hat und auch immer wieder versucht hat, den Boss zu legen, das war auf jeden Fall... Das war schon, auch sagen. Da kam auch einiges an Pech dazu. Du hattest echt hier und da, wo dann auf einmal drei Grey Dwarfs noch hinter dir her waren und dann der Boss auf einmal in deiner Basis stand. Du hast den großen Troll vergessen. Und ja, der Troll war auch noch. Simon, das war so geil. Das war, wo kamen die denn auf einmal her? Ich hab mir eigentlich gedacht, so, komm, jetzt ist meine Chance, ne? Jetzt ist der ein bisschen angeknuspert. Da kommt Simon einfach mit so einem riesen Monster aus dem Wald. Boah, die Walheim-Sachen sind schwierig. Ich glaube, wir haben davon schon einen Clip. Was geschieht hier? Alter, wie laut ist denn das auch? Komm hoch, Alter. Leuchte, komm hoch. Jetzt komm hoch, ey. Komm hoch. Ah.
Ehrlich, jetzt mal ehrlich. Wie, ihr habt verstanden, oder? Ihr habt verstanden, worum es hier geht. Das war großartig. Chat, was sagt ihr? Ist das? Chat lacht. Das finde ich beim besten Schneiden. Wie, ihr habt verstanden, oder? Ihr habt verstanden, worum es hier geht. Kennst du, habt ihr doch verstanden, oder? Versteht man doch, oder? Das war großartig. Chat, was sagt ihr? Ist das? Chat lacht sich kaputt. Das gefällt mir gut. Was bin ich sehend? Das habe ich ja auch gerade eben gelesen. Labidirius, warst du auch bei der Sendung im Chat? Sehen. Alter, wie soll ich denn das einbauen? Wo soll ich denn das unterbringen? Ja, ist cool, aber ich weiß noch nicht, an welcher Stelle ich das irgendwie einbaue. Mal gucken. Da muss ich noch ein bisschen nachdenken. Als Opener. Ohne Kontext in die Mitte. Oder wo waren sie denn hier? What? Das habe ich aber nicht gesehen. Du meinst Brioche-Kuchen? Nee, so. Brioche spricht man das aus? Na klar. Oh, wie peinlich. Ich habe jetzt bisher in jedem Burgerladen Bräusche gesagt. Bräusche. Mr. G, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast hier schon belegtes Bräusche gemacht. Scheiße, ey. Deswegen, jetzt verstehe ich auch diese Reaktion. Oh Mann, wir sticken gleich. Ja, aber, come on. Das ist das Allergeilste. Das ist keine Allgemeinbildung. Du hast auch, als Bäcker bist du aufgewachsen, da backt man mal die angelernte Bräusche. Und dann lernt man das auch. Bräusche ist richtig geil. Oh, das regt mich richtig auf, dass Denzel da Mayo im Gesicht hat oder was auch immer. Oh Gott, wie mich das aufregt. Ich kann das nicht sehen. Scheiße. Boah, ich kann es wirklich nicht sehen. Fischbräuche. Scheiße, ey. Deswegen, jetzt verstehe ich auch diesen. Das ist ein Mikro? Was? Das ist doch kein Mikro. Das ist kein Mikro, der hat hier gar nichts am Ohr. Die haben alle kein Mikro an. Oh, okay, wir müssen hier auf jeden Fall vorher rausgehen. Da machen wir. Das ist Mayo. Das ist ein Original-Mayo-Mund, kenne ich doch. Wenn ich sowas sehe, kenne ich das sofort. Lass uns in dem Glauben. Bräusche. Dieser Valentin. Ich bin Mayo-Meister, mich kennt man. Als Mayo-Mara. Mayo oder Mikro, die neue RBTV-Rateshow, ja. Schauen wir mal. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du hier bist und mit uns diesen fantastischen Abend gemeinsam mit euch natürlich bereitest. So geht's los. So geht's los. Und das erinnert mich so. Das sprudelnde Bier geht immer. Instant. Meine erste Woche. Das wäre auch ein Intro, oder? Das wäre doch auch was. Schauen wir mal. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du hier bist und mit uns diesen fantastischen Abend gemeinsam mit euch natürlich bereitest. So geht's los. Da haben wir noch ein Intro. Scheiße, wir haben viel zu viele Intros. Oh Mann, oh Mann. Ich will nicht souverän wirken, will ja. Nee, da ist doch nichts, oder? Ist hier jemand drin? Andreas? Hä? Bist du da drin? Okay, hier ist niemand. Okay. Nur zu! Eieiei. Alle haben immer so ein Konfetti bekommen. Wo ist mein Konfetti? Peinlich. Einfach rein. Konfetti ist aus. Oh Gott! Das ist ja richtig creepy gerade gewesen.
Das Gesicht fand ich gerade richtig creepy. Obwohl, das ist das Letzte, was... Was ist denn hier los? Lord Stromberg ist in den Chat gespült worden. Herzlich willkommen, Lord Stromberg. Ja, okay, Gewinn macht echt Spaß. Aber ich hätte auch irgendwie es schön gefunden, wenn wir danach noch Freunde gewesen wären. Der hat mir jetzt Angst gemacht. Gewinn ist geiler. Ey, das war richtig schön, wie du gerade... Eieiei. Alle haben immer so einen Konflikt. Alle haben immer so ein Konfetti bekommen. Wo ist mein Konfetti? Peinlich. Einfach Konfetti. Wo ist mein Konfetti? Peinlich. Danke. Oh. Nee, stopp. Nee, rückwärts. Ich wollte das creepy Bild noch. Eieiei. Alle haben immer so ein Konfetti bekommen. Wo ist mein Konfetti? Peinlich. Oh Mann, ey, das ist das Best of Wit Wild. Also. Da weiß ich bei manchen Stellen noch nicht, wie ich die zusammenfüge. Mal gucken. Walle hat gar nicht gewonnen, das war ein Zählfehler. Oh, jetzt kommen wir aber hier zu Neros mit Drop Defects. Das Spiel, das ich mitgebracht habe, ist ein Spiel, was vom Skill nur so lebt und davon profitiert, wenn man Skill mitbringt. Dieses Spiel nennt sich, sage und schreibe, Goat Simulator. Vom Skill nur so lebt und davon profitiert, wenn man Skill mitbringt. Dieses Spiel nennt sich, sage und schreibe, dieses Spiel nennt sich, sage und dieses dieses Spiel nennt sich, sage und schreibe, Goat Simulator. Ja, finde ich gut. Kann man immer nehmen. Ja, so langsam kommen wir vorwärts. Kann man nach 3 Stunden schon mal sagen. Du machst jetzt nicht alles, genau. Sondern... Okay, klar. Nee. Ich laufe da einfach schnurstracks hoch, weil der Dämon wartet da oben auf mich. Das ist der nette Typ hier. Der macht auch ganz dolle Aua. Aber, wie ihr euch vielleicht denken könnt... Ich rieche Käse. Ey, der Typ hat Flügel, ey. Das ist halt das Beste. Der Flügel kommt nicht aufs Dach. Und Moment, steht unten. Moment, da war doch was. Ja, aber das ist wegen dem flammenden Schwert wahrscheinlich. Ja, genau. Weil er will sich die Flügel nicht anbrennen. Oder das Schwert ist einfach zu schwer, kommt damit nicht rauf. Er hat die Schnürsenkel offen und traut sich nicht. Oh. Das sind alles die Ausreden, die er am Ende... vorbringen wird. Okay, dann bin ich den. Ja, kann man immer, wir müssen mal gucken, wir haben bisher noch keinen Gregor, den würde ich auf jeden Fall Gregor noch mit drin haben wollen. Deswegen nehmen wir das schon mal mit. Okay, dann bin ich den Match 4 dran. Geil, dann kann ich mich umziehen in Ruhe und nochmal trainieren. Okay, also wir resümieren nochmal ganz kurz, ich habe schon wieder alles vergessen. Spiel Nummer 1, Alan gegen. So, hört auf jetzt. Timo, bitte einmal kommen. Eieieiei, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht Teil mit dem Part von Nils Ausreden, der Stuhl sei zu niedrig. Oh, mit dem Endboss meinst du? Endboss plus Ausrede. Plus Ausrede Stuhl. Ich bin mir nicht so sicher, brauchen wir das? Okay, also wir resümieren nochmal ganz kurz. Ich habe schon wieder alles vergessen. Spiel Nummer 1, Alan gegen. So, hört auf jetzt. Timo. Wie die sich da hinten haben, brauchen wir das? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, eher nicht mitnehmen. Kann raus, ne? Ich finde immer bis zum Ende hin werden wir immer so ganz, ganz flott. Ja, Teacup-Schwein auf 5. Das ist bitte was? Das Schwein ist bestimmt so ein genmanipuliertes, komplett totgezüchtetes Lebewesen. Ich weiß nicht, ja, aber das sind die Hunde auch. Die meisten hier so, wie heißen diese? Ja. Diese kleinen, Husky? Die mit den Nasen nach oben hier, diese Hunde, diese kleinen Mops. Ja. Man kommuniziert nicht als Hund. Okay, dann haben wir jetzt, also ganz ehrlich, wir diskutieren jetzt darüber. Das ist letzte Schulstunde, Leute.
Irgendwo kriegen wir das unter. Völlig unpassenderweise. Ich in der letzten Schulstunde. Ich als Hund. So. Sir Professor Dr. von Flinten mit 4 Unterstrichen im Namen. Sehr gut, herzlich willkommen. Bitte nicht, doch, das ist drin. Ich muss den Zug bekommen, darf ich 10 Minuten eher gehen, Etrodai? Nee. Wir bleiben hier bis zum bitteren Ende, es wird doch kein Film mehr geguckt. Wir gehen jetzt gleich noch die Hausaufgaben durch. Ach, danke, Etrodai, dass du mich erinnert hast. Stimmt, ich wollte ja noch Hausaufgaben aufgeben. Da können wir uns alle jetzt mal nochmal ein Dankeschön an Etrodai in den Chat. Oh, jetzt kommt Turing Complete. Okay, das wird auch. Mal gucken, ob man da was besteht. Okay. Das passiert in einem Taschenrechner, wenn man mal 2 drückt oder was? Das ist die Idee? Ist ja abgefahren. Der steckt das... Okay, hab nichts gecheckt. Hab nichts gecheckt. Florentin hat krassen Aha-Moment. Wenn er einen hat, sagt er oft, ist dir abgefahren. Wie soll ich denn das auch noch mit Bauchbinden? Mit Bauchbinden auch noch einen. Also, kurz noch mal Zwischenschnitt für den nächsten Clip mit Bauchbinden. Muss man vielleicht erklären. Florentin hat krassen Aha-Moment. Nächste Bauchbinde. Wenn er einen Aha-Moment hat, nächste Bauchbinde, dann sagt er oft, ist dir abgefahren. Nächste Bauchbinde kam bisher semi-oft vor. Check ich gar nicht. Sorry. Ist, glaube ich, nicht zu checken. So, was kommt hier noch? Aber auch negativ bis... Ah, ich verstehe. Das ist ja abgefahren. Okay, ich verstehe. Okay, es ist wieder abgefahren. Ich check nix. Ah, okay. Oh, das ist ja abgefahren. Also 1 bis 27 normal. Ich glaube, das sind... Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber hier passiert was. Das ist ziemlich abgefahren. Aber auch negativ bis... Ah, ich verstehe. Das ist wie ja findest abgefahren. Du das? Okay, ich verstehe. Abgefahren. Hm. Ja, 80 minus 48. Wow. 80, ah, 16. Okay. Oh, wie ist das? Ist ja abgefahren. Also abgefahren, 1 bis ja. 27 normal. Hm. Aber es lässt sich auch minus 1 bis minus... 128 darstellen. Hm? Wow, ich verstehe nichts. Dieses Best-of machen ist echt abgefahren. Ich verstehe nichts in diesem Clip. Ist ja abgefahren. Aber selbst ein Ab... Oh Gott. Ist ja abgefahren, was ich hier für einen Prank in der Wohnung habe. Für einen Prankster. Selbst ein Zusammenschnitt aus ist ja abgefahren. Ja, glaube ich, auch nicht so witzig. Weil man immer noch nicht versteht, weil man will mal eigentlich verstehen, was das Abgefahrene ist, was er da entdeckt hat. Binär rechnen. Wenn du es verstehen würdest, würdest du es auch abgefahren finden. Das glaube ich auch. Muss ich mal so ganz so ganz unauffällig muss ich mal fragen. Florentin, ist dir letztens irgendwas passiert, wo du sagen würdest, das war ja abgefahren? Und dann mal warten, was da kommt. Aber wir haben auf jeden Fall was. Wenn wir ihn noch raiden, gleich könnt ihr in den Chat schreiben, dass es ganz schön abgefahren war, was wir heute gemacht haben. Da haben wir ja schon was. Ich check ein bisschen was hiervon. Richtig abgefahren. Ich warte auf den Waller. Wo ist der Waller? Den Waller will ich noch hier haben. Hm? Einfach mal sagen, hey. Aha. Flosse auf Flosse. Wir kommen noch mal rein. Okay? Okay. Ich bin Lars. Ich bin Florentin. Hi.
Ich bin eine Frankenwolle. Ach du Scheiße. Also ich bin ja auch kein Mann. Das ist genau der Grund, warum wir beide nicht mehr zusammenfinden. Ich bin nicht Raucher. Also ich bin nicht Raucher, aber ich bin nicht. Nicht nur Raucher. Ja, das muss einmal Waller braucht man pro Best auf. Das ist der, wie nennt man es, die Regel, die wir haben. Nicht zwei Leute, zwei Leute verstecken sich nie im selben Raum, ist Regel Nummer eins. Und Regel Nummer zwei ist ein Waller pro Best-of. Dieses eine Mal, hat er, als er ganz knapp die U-Bahn verpasst hat. Das war abgefahren, ja. Anonyme Ameise. Ist das hier Nils im Chat? Waller Ultras an die Macht. Verstörend. Jetzt sind wir wieder bei, wo sind denn alle? Das hier, gegen Ende ist hier nochmal wild gemischt alles. Das hatten wir schon. Aber ist ja auch noch, ich wollte eigentlich auch noch den Satz, dass er da zu Hause ist. Oder irgendwie so. Oh Gott! Da haben wir ihn doch! Guten Morgen! Aha, guten Morgen, wen haben wir denn da? Also, sagen wir so, die Luft wurde knapp, deswegen war es gar nicht so schlecht. Aber du bist gut unterwegs heute. Ich merke schon, du bist ey, ich hab richtig Bock. Alles klar. Du, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Ja, danke, ne? Gute Nacht. Sorry, dass wir dich bei dir zu Hause gestört haben. Mach's gut, ne? Keine Chance heute. Das hätte ich eigentlich noch gerne mit drin. So, dann nehmen wir den, löschen wir den davor. Keine Ahnung, wo der noch war. Ich bin übrigens der Mann, der diese Stimme spricht. In Wo sind denn alle? Wusstet ihr das? Das ist ein absoluter Insider. Nur Background-Infos, die ich hier droppe. Aber ich bin der Mann, der sagt, keiner da? Und hab ich dich? Ja. Und was war das dritte? Ich hab's vergessen. Haben wir nur selten benutzt. Keiner da und dich krieg ich auch noch. Ja. Dich krieg ich auch noch. Ja, das bin ich. Auch noch. Komm mir vor wie Chat-Duell Synchronsprecher irgendwie. Ja, der Typ von Wo sind denn alles heute da und Lisa Simpson. Muss ich dich jetzt auch eine Stunde lang interviewen, oder? Muss zwei wohl eine Wo bist du, mein Marco? Marco Oliver Lehmann. Da, da und dich krieg ich auch noch. Ja! Dich krieg ich auch noch. Ja, das bin ich. Auch noch. Komm mir vor wie Chat-Duell so. Ja, das kriegen wir auch noch irgendwo unter. Klingt eins zu eins wie Gunnar? Nee. Die zwei war Krogi im Schrank drin und man will natürlich auch nicht so Sachen replizieren. Ich hatte kurz mit einem Kollegen gesprochen, ob man in diese Bitburger Sitzsäcke reingeht. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, wie mir zugetragen wurde. Oh, das brauchen wir. Und dann nachher, wie Florian kurz dagegen tretet. Die im Schrank Gut. drin und man will natürlich auch nicht so Sachen replizieren. Ich hatte kurz... Ja, das brauchen wir noch für später. Das kommt zu den... Ich drehe die Sitzsäcke zusammen. Okay. Kommt schon, Leute. Das hatten wir schon. Man muss eigentlich die Leute erwischen, wenn sie nicht damit rechnen, weil das ist so oft so unbequem, so zu sitzen, dass sie sich nicht regeln. Entschuldigung, haben Sie Marc Lehmann gesehen? Nee? Nee, Marc Lehmann von Erdbeerkäse? Nee? Okay. Danke. Das ist auch zu insiderig. Gebäude stürzt ein oder sowas auch andocken. Nee, da ist doch nichts, oder? Ist hier jemand drin? Andreas! Ha? Haben wir es ja schon wieder, das haben wir vorher auch schon gehabt. Marc? Sag mal, das ist doch ein netter Raum. Warum nutzen wir den denn so selten? Das ist doch... Doch, vorher haben wir es mitgenommen, doch, doch. Ein tipptopp Raum hier! Marc? Ich komme da doch nicht durch. Wenn man ja eigentlich. Ich liebe dieses Gesicht, wenn er so tut, als wäre er gerade wieder der ärmste Mensch der Welt. Hier, das Gesicht, was jetzt kommt. Tipptopp-Raum. War mit dem Tipptopp-Raum? Ja, schon so viel aus. Wo sind denn alle? Sag mal, das ist doch ein netter Raum. Sag mal, das ist doch ein netter Raum. Ein bisschen, wie er sich da noch reinzwängt.
Sieht aus wie diese traurige Katze. Das ist ja abgefahren. Könnte fast meinen, dass er wäre Schauspieler. Aber das ist doch ein netter Raum. Könnte man fast meinen. Warum nutzen wir den denn so selten? Ja, bei dem Raum bin ich mir noch nicht so sicher. Also, wir haben jetzt sehr, sehr viele Szenen aus. Wo sind denn alle? Wenn man ja eigentlich anscheinend Lars gratulieren muss zu diesem fantastischen Masterplan. Wie kam das zustande? Den Masterplan? Weißt du, was Florentin will? Weißt du, was Florentin will? Auf diesen Abend habe ich gewartet, um es dir endlich mal heimzuzahlen. Endlich mal heimzuzahlen. Dann nochmal. Wo sind die denn? Timo, im Ernst, du weißt, wo die sind, ne? Oh Gott, das war auch gut. Shit, wir können aber auch nicht 5 Minuten, wo sind denn alle, reinschreiben bei 15 Minuten Best of. Jetzt pass mal auf. Was sagst du eigentlich zu einer wunderbaren, perfekten Kaffeemaschine? Hm? Timo, schau dir mal an. Die könnte heute Abend dir gehören. Ich gieße ja auch lieber selber auf. Ja, das kannst du hier wunderbar machen. Also, du kannst nicht. Da muss ich auch so lachen. Timo, schau dir mal an. Die könnte heute Abend dir gehören. Ich gieße ja auch lieber selber auf, weißt du? Diese, ne? Dann nochmal. Wo sind die denn? Timo, im Ernst, du weißt, wo die sind, ne? Also, ja, so fängt es an. Die Frage ist, ob wir auch noch so ein bisschen das erklären mit Marc und Lars, was da der Plan war und dann das hier am Ende. Oh, gesagt, wir nähern uns am Ende. Raus, ne? Hier ist niemand, hier ist nochmal so ein komischer Schrank. Da ist... Ach, mit den Gläsern. Ach ja, stimmt, der dreht ihm ja noch die Gläser an. Kommt das auch noch hier? Schau dir mal an. Die könnte heute Abend dir gehören. Ja, das kannst du hier wunderbar machen. Also, man so schnell einfach so ein Bullshit erzählen kann. Guck mal hier. Ein 4er-Gläser-Set. Ein 4er-Gläser-Set. Das ist deins. Das sind 1,5 Monatsgehälter bei Rocket Beans TV. Ja? Das ist... Sag mir nur Andreas. Nur Andreas. Ich nehme auch nur die Kaffeemaschine. Vielleicht ist das ein bisschen too much. Okay, wir sind Endspurt, Leute. Endspurt. Ich sehe das Ende. Und wir sind hier bei... Wir sind hier gerade Richtung halbe Stunde. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir doch noch mehr rausgeschmissen, als ich dachte. Kaffeemaschine reicht, glaube ich, auch für den Joke. Ja, finde ich auch. Braucht man nicht doppelt. Und dieser Joke mit, man verdient wenig bei Rocket Beans, der ist auch durch. Kann ich an der Stelle, hier hast du es gehört, Blondie Will. So. Wie gesagt, sind auch raus, ne? Hier ist niemand, hier ist nochmal so ein komischer Schrank. Da ist, der komische Schrank. Ja, guten Morgen. Ich kann nicht mehr. Ja, guten Morgen. Ja, kommen Sie mal raus. Haben Sie sich... Okay, wir brauchen noch eine größere... Der erklärt es ja noch ein bisschen länger, Lars, am Ende. Haben Sie sich verlaufen, Herr Paulsen? Ja, wir haben uns schon Sorgen gemacht, Herr Paulsen. Ich kann nicht mehr stehen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ja? Haben Sie die Medikamente nicht genommen? Er tut aber extra auch so dumm. Das macht ja schon richtig gut, der Lars. Komm, wir bringen Sie nach Hause, ja? Wir bringen Sie nach... Ich bin aber doch hier. Und wirklich Florentins Gesicht, also was für ein Depp, was für ein Scheißversteck. Genau, wir bringen sie nach Hause. Hallo. Wunder. Da war das Gesicht. Guck nur mal auf das Gesicht, aber was für ein fucking Depp. Genau, wir bringen sie nach Hause. Hallo. Und Hallo. Wunderbar. Genau, ja, alles wunderbar. Hast du gewonnen? Ja. Ich habe gewonnen, wenn du mir sagst, wo Marc ist. Ha? Wo ist Marc? Welcher Marc? Marc Lehmann. Marc Lehmann, hä? Hey, Lars. Ohne, ich muss mich hinsetzen. Wo ist Marc Lehmann? Mein Bein. Wo ist Marc Lehmann, Lars? Welcher Marc? Das kann sofort aufhören. Von Rocket Beans? Sofort aufhören. Von Rocket Beans. Nee,
Wo ist Mark? Entertainment? Wo ist Mark? Der von Game 2? Okay. So. Oh, Lars macht das auch wirklich gut. Mark! Mark, die Sendung ist vorbei. Was? Mark? Nein, Mark! Okay. Das ist nicht schlecht. Du hast einfach Lars geopfert. Ja, ist richtig. Du wusstest, dass ich hier nicht weitersuchen werde. Ja, genau. Verdammt, du bist gut. Aber man muss sagen, es... Ja, dann bist du noch mehr Mark suche. Überall, wo ist Mark, wo ist Mark. Er hat sich geopfert, tatsächlich. So rum war's. Ja, kleines Problem, du kommst da nicht mehr raus, ne? Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich würde sagen, wir packen's. Marc-Oliver Lehmann, meine Damen und Herren. Applaus, Applaus, Herzen in den Chat, hat er wirklich gut gemacht. Und ansonsten, ja, das war's. Wo sind denn alle? Die große Suchsause. Ich würde sagen, ich habe das Versteck an sich ja entdeckt. Also ich habe zwar nur Lars gefunden, das Versteck an sich habe ich gefunden. Und da würde ich sagen, gehe ich heute mit stolzen 3,5 von 4 Punkten heute hier ins... Man hört den noch so rufen im Hintergrund die ganze Zeit. Finish. Wir gehen jetzt ganz kurz in die Besprechung. Und da freue ich mich natürlich auf all die tollen Geschichten, die die Kandidaten erzählen werden. Wir sehen uns gleich wieder in der Gaming Area, wenn es weitergeht mit der Nachbesprechung von Wo sind denn alle? Die große Rocket Beans TV Suchsause. Bis gleich. Mark? Was ist das denn? Das habe ich nie gesehen. Die Suchsause. What? Wusstest du von dieser Tür? Hallo? Ist das schon Bonjour hier? Hallo? Herr Lehmann? Mark ist ein Server geworden! Mark! Kannst du es hören, Mark? Bist du noch da drin? Mark, ich hol dich nach Hause, verdammt! Ich hol dich nach Hause! Er ist in der Cloud! Oh nein! Er ist ein Spinner. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Das habe ich noch nie gesehen. What? Wusstest du von dieser Tür? Hallo? Ist das schon Bonjour hier? Ich gedacht tatsächlich die ganze Zeit mit diesen Insta-Streams, weil ich ja nie auf Instagram live gehe. Ich bin ja jetzt nicht so der regelmäßige Nutzer. Jetzt gehe ich einmal live und ich dachte mir, die Leute gucken rein. Ich sitze da so mit dem Molter. Er kommt, glaube ich. Er kommt. Nein, und ich habe 15 Mal gesagt, nochmal für die, die neu zugeschaltet haben. Es ist eine Start. Mutter, mir geht's gut. Also wirklich, das war meine größte Sorge. Also mir geht's gut, Leute. Macht euch keine Sorgen. Molte. Er kommt, glaube ich. Er kommt. Ja, nein. Ja. Nein, und ich habe ohne Erklärung, das ist besser. Wir gucken rein. Ich sitze da so mit Molte. Er kommt, glaube ich. Er kommt. Ja, nein. Stell euch das wirklich mal vor. Ihr habt noch nie Mark Lehmann irgendeine Story oder was auch immer gesehen und ihr seht. Nur rein. Ich sitze da so mit Molte. Er kommt, glaube ich. Er kommt. Ja, nein. Ja. Was ist los mit ihm? Ach Gott, okay. Also ich brauche so einen, wo sind denn alle Zusammenschnitt da drin? Das ist, glaube ich, ein Muss. Oh je, wo geht's noch weiter? Das haben wir schon. Das haben wir schon. Eine Frage. Haben Sie in letzter Zeit vielleicht Mark Lehmann gesehen? Oh, haben Sie nicht gesehen. Das wäre natürlich sehr schade, wenn Sie uns anlügen würden, ne? Das hätte für Sie gewisse Konsequenzen, wenn Sie uns anlügen würden. Na, okay. Das ist was anderes. Warte mal, dann mache ich die Clips mal wieder hin. Mark? Er hat mich gekriegt. Mark, ich sehe dich. Mark, ich sehe deine Schulter. Das haben wir doch schon. Tu. So, du erholst dich mal ein bisschen. Kriege nie zwei Leute im selben Raum. Das heißt, ich glaube, wir sind hier durch. So, dann brauchen wir noch einen Mark.
das kann ich auch noch zwischenschneiden mit seinen. Ja, diese Regel mit den zwei Leuten, die hat er auch ständig wiederholt. Eine Frage. Ah, Christi. Haben Sie in letzter Zeit vielleicht Marc Lehmann gesehen? Oh, haben Sie nicht gesehen. Das wäre natürlich sehr schade, wenn Sie uns anlügen würden, ne? Das hätte für Sie gewisse Konsequenzen, wenn Sie uns anlügen würden. Na, okay. Können Sie uns vielleicht einen kleinen Tipp geben? Ansonsten wird es ja sehr hässlich, mein Lieber. Oh, da hinten? Na also, geht doch. Dankeschön. Schönen Abend, der Herr. Na, da haben wir doch unseren Informanten. Marc, wir wissen, dass du hier drin bist. Krusty hat's. Oh, was ist denn hier wieder? Ist das wieder dieses World of Warcraft? Gerade wurde eine neue Gilde auf diesem Server gegründet. Ab jetzt weht hier ein anderer Wind. Die Butterbande ist hier und wird so schnell nicht gehen. Hallo. Suche noch Tank. Das ist nicht ewig her. Es wurde, glaube ich, nochmal eine neue Butterbande gegründet. Weil sie jetzt auf das Lich King-Ding warten oder was auch immer, muss man jetzt bei Burning Crusade wieder neu eröffnen. Was, ich verstehe es noch. Plü heißt ich. Guckt euch das an. Plü. Verstehe ich auch nicht. Nummer. Weg damit. Jetzt antwortet der Chat nur noch, dass es alles abgefahren ist. So, warte mal. Zack. Sind wir jetzt roundabout? Waschbär Johann, herzlich willkommen. Du kommst jetzt leider gerade passend zum Ende des Streams. Ey, wie perfekt habe ich denn geschätzt, dass es 3,5 Stunden dauert, der Stream? Wir sind jetzt bei 3:29:20. Ich sollte Zahlen schätzen. Vielleicht werde ich mich ja im großen Waller-Kostüm demnächst mal bei Verflixte Klicks reinschleichen. Was hast du Abgefahrenes für nächste Woche geplant? Ja, noch nix. Ich versuche ja immer noch den abgefahrenen Trash-Aladdin irgendwo mit Florentin unterzukriegen. Aber der ist gerade so mit Namen des Chats voll. Vielleicht am Wochenende. Ein Bärenkostüm. Ja, da muss ich erstmal hinfallen, dann lacht er wieder und dann haben wir den Gig. Da hat doch noch jemand bestimmt Clips ins Forum geworfen. Genau, wir gucken gerade nochmal. Zack, zack, zack. Ihr könnt, wenn jetzt hier, oh, guck mal, hier wurde schon was nachgeacht, du Scheiße. Na gut, es geht. Bastet, bastet. Ja, hier ist unser Zunerus wieder am Start. Ihr könnt jetzt, wenn ihr in den letzten 3,5 Stunden was gesehen habt, wo ihr sagt, boah, wir hatten ja Sendung XY noch gar nicht da drin. Zum Beispiel, ist mir im Moment zu wenig Gregor-Content. Sag ich ganz ehrlich. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr von Gregor. Da kann gern noch was hin. Ich glaube, Dedalos hat auch schon was von Gregor noch eingereicht, weil ich gucke auch immer, dass es so ein bisschen gleichmäßig verteilt ist. Zumindest ist das das Ziel. Es klappt nicht immer so gut. Manchmal ist es auch einfach 80% Nils. Eddie war auch nicht so viel, das stimmt. Eddie-Sachen auch noch gerne, aber der war jetzt auch länger abwesend, ne? Aber diese Woche hat er kaum gestreamt, nur diesen Schachstream gemacht. Das kann auch manchmal sein, wenn Leute im Urlaub sind oder erkrankt oder so, dass dann von denen mal in einem Monat nicht so viel vorkommt. Ich war jetzt auch eine Woche im Urlaub. Und dass dann irgendwie andere Leute da überproportional vertreten sind. Doch, Kran ist doch auch dabei. Kran ist doch in den Du-Bist-Sachen mit dabei, oder? Eddie spielt sehr viel Elden Ring auf der Couch, ja. Suchtet Elden Ring. Aber wenn euch sonst noch was einfällt, auch heute Abend
wo ich das vergesse, heute Abend ist ja noch alles mögliche Fights und eine neue Show namens Die Suchmaschinen. Bei beiden Sachen ist Eddie mit dabei. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Eddie-Content abgreifen. Und die Clips, die jetzt hier noch nachgereicht werden, keine Sorge, da gucke ich dann nächste Woche im Feinschnitt nochmal rein und gucke, was wir da noch mitnehmen können. Und dann würde ich mir jetzt als nächstes, mache ich jetzt den Feinschnitt, gucke, wie ordne ich die ganzen Clips, wie sind die Übergänge, wie passen die gut zusammen. Und ja, ist das die Hausaufgabe? Genau, die Hausaufgabe ist nochmal alle Rocket Bean Shows vom April anzugucken und euch aufzuschreiben, ob da vielleicht noch irgendwas fehlt und es dann einzureichen. Das ist eure Hausaufgabe. So, ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Ich schicke euch zu, das ist klausurrelevant, ich schicke euch zu FDP-Willi und ihr schreibt mal alle, dass ihr einen richtig abgefahrenen Stream bei mir gesehen habt. Irgendwas mit abgefahren. Irgendwas, das ziemlich abgefahren war hier bei mir. Ich weiß nicht, ob er es versteht. Gucken wir mal. Ich glaube, er macht gerade Magic-Karten oder so. So. Treibt's nicht zu wild am Wochenende, dass ihr nächste Woche noch am Start seid. Macht es gut.